Jonas, hi, grüß dich. Moin. Moin. Wir haben hier heute mal ein Testspiel, ne? Vom Baltic Cup. Du möchtest gerne deine brandneuen und richtig gut angemalten GSC mitnehmen. Einem Exkurs ins Astra Militarium. Und ich probiere mich gerade, ich weiß noch gar nicht, wo die Reise hingeht mit Blacklist. Ich habe ja zuletzt 50 Crusader gespielt, tatsächlich auch erfolgreich, inklusive Turniersieg. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt mit dem indirekten Blast-Shooting von Space Marines und Kronach zeitgemäß ist. Insofern gucke ich mal gerade. Also ich versuche den Stormraven Gunship, das ist jetzt MK2 die Liste, also zweiter Versuch im Stormraven Gunship. Ich habe mich noch nicht entschlossen, ob es MSU Jump Pack oder MSU Gravis wird. Da bin ich noch so ein bisschen in der Findungsphase. Ich würde, bevor ich vergesse, was ich dabei habe, einfach mal anfangen. Ich habe Helbrecht dabei, Grimaldus dabei mit der Litanei für eine Attacke und für Litanei für Mortal Wounds bei 6 und Wound. Den Judicia mit 6 Zoll heroischen Aventionen, dem klassischen Fight Last und einer Attacke mehr. Also die Black Templar Warlord Trade, quasi Oathkeeper. Dann habe ich einmal Infiltratoren mit Helix Gauntlet, das war es auch schon in der Standardsektion. Dann habe ich einmal Assault Hermes mit Champion of the Feast auf dem Chef drauf und minus 1 Damage auf dem Chef drauf. Ich habe 6 Aggressoren. Ich habe 5 Schwertbrüder, what you see is what you get. Einmal Hammer, einmal Klaue, Bones of Mordred, dreimal Power Schwert. Dann habe ich 5 Vanguard Veterans mit Hammer und Chainsword, nicht Schild, waren keine Punkte mehr für da. 5 Vanguards mit Doppelklaue, ein Assault-Trupp mit Eviscerator und Kraftpistole und ansonsten nur Kettenschwerter und einen Flammer dabei. Ich habe 4 Melter mit Ignore minus 1, 2 AP. Ich habe Assault Inceptoren, genau, richtig, mit Boltern dabei. Ich habe 5 Scouts, der hat einen Hammer. Bolter, Heavy Bolter und den guten hier mit dem Heavy Bolter, Landspeeder Storm. Und ein Stormraven Gunship mit What You See is What You Get, außer Laser. Da sind Plasmawaffen dran, die ich nicht mehr gefunden habe. Der ist irgendwie seit der 7. Edition im Schrank gewesen. Ich habe keine Ahnung, wo die Waffen dazu sind. Ja, ich starte mit 3 CP und jetzt kommen wir zu den Genestealern. Das ist nur repräsentativ, der Rest steht da, aber wir haben keinen Platz mehr. Insofern. Jo, ich spiele Cult of the Rusted Claw. Hab also Advance and Shoot vor allem und weniger Deep Strike heute. 3x 20 Neophyten, 2x mit Banner, Seismic Cannons und Webern und ein Trupp mit Stubborn und Flamern und Lying in Wait. Können also in 3 Zoll Deep Striken, nur für Objective Plays. 3x 5 Akolyten, in einem Trupp sind noch ein paar Flammenpistolen. 3 Rockgrinder mit Seismic Cannons, ein Goliath Truck, dann 2x4 Bikes mit jeweils 2 Sprengladungen, weil Rusted Claw die hinterhältig über Wände schmeißen kann. Schweinereien, ja. 9 Symbionten sind noch mit dabei, die wahrscheinlich aus dem Deep Strike kommen. Ein Scout Sentinel in einem Auxiliary Support Detachment der Brood Brothers, um ein bisschen mehr Kram noch in die Mitte stellen zu können. Und beschauliche 7 Characters. Ein Reductus Saboteur mit dem Oppressor's Bane Relikt, also einer Pistole, die noch ein paar mehr Schuss und Crossfire gibt. Mhm. Ein Sanctus mit Sniper Rifle. Mhm. Ein Killamorph, leider ohne Relikt, weil die gehen dann irgendwann aus. Nexus mit Cranial Inlay, also seinem Relikt für CP Refund. Ein Primus ohne alles für ein paar Auren. Ein Magus mit so einem kleinen Knilch für einen Reroll. Die kann Advance and Charge und Fallback und Shoot verteilen. Und hat noch Psionic Blast, so ein Extra Smite und Might from Beyond. Kann eine Attacke mehr geben. Und die Rusted Claw, Psy Power haben die auch beide, die einem Gegner minus 1 Armor gibt. Mhm. Und dann haben wir einen vollgestopften Patriarchen, auf den ich mich sehr freue. Der hat das Rusted Claw Relikt und den Warlord Trade bekommen. Ist ein kleines bisschen killiger und kann vor allem durch Einheiten und Gelände und alles einfach sich durchbewegen.
in all seinen Bewegungen und ist dadurch halt sehr schnell und bedroht hoffentlich einfach viele Leute und irgendwann schmeiße ich ihn irgendwo rein und gucke, was passiert. Cool. Ja, das war's, glaube ich, schon. Ich bin gespannt. Wie gesagt, mein letztes Spiel gegen GC ist ewig lange her. Ich glaube, das war, als Konstantin zu Anfang der Edition mal bei mir war. Grüße gehen raus. Ja, wie gesagt, wir sind, glaube ich, beide gerade noch in der Findungsphase, ne? Wobei du relativ schon nah dran bist an dem, was du spielen willst, ne? Glaube ich. Aber ich habe meine Pläne komplett umgeworfen und wollte jetzt meine Liste, die ich ganz spannend fand, selber mal ausprobieren. Habe auch noch ein bisschen umgebaut, auch weil einfach meine Grenzen von was ich in 2 Wochen noch bemalt bekomme, langsam ausgeschöpft sind. Und probiere es noch so ein bisschen aus. Und ja, guck mal, wie meine Armee funktioniert. Alles klar. Ja, wie gesagt, ich bin auch in der Findungsphase. Wir spielen aber nach dem Baltic Cup Layout. Das ist alles unten zu. Wir haben das hier so ein bisschen erweitert. Das ist die Death and Zeal. Wir haben auch schon Sekundärziele gewählt. Und zwar, ich habe mich in Assassinate reinbaiten lassen. Aber einfach aus Gründen, weil ich glaube, dass ich mein Black Templar spezifisches gegen dich nicht spielen kann, weil du so ziemlich killy bist. Wobei du hast viele einzelne Einheiten. Na, ich habe es jetzt so gewählt. Ist eigentlich immer so ein Cancer Pick Assassinate, weil der Gegner steuern kann, was man scoret, wenn es wirklich drauf ankommt am Ende des Tages. Ich habe nur Prisoners genommen. Das ist, glaube ich, für 11, hast du gesagt, ne? Also wenn ich 10 voll mache, kriege ich 12, glaube ich, okay, genau. Okay, 12, ja. Kann man machen. Shock Tactics, weiß ich nicht, ob ich das gegen dich so spielen kann. Wie gesagt, ich habe vorher 50 Crusader gespielt, da hatte alles Obsec. Du hast hier auch eine Menge Obsec drin, deswegen, das ist jetzt mal ein Learning. Und du hast genommen Nephilim Data, Behind Enemy Lines, auch zum Üben. Ist auch vielleicht nicht die perfekte Mission dafür, aber wir wollen, wie gesagt, hier heute ein paar Sachen testen. Insofern, ja, wenn es nicht ganz so gut geht, vielleicht klappt es auch wunderbar, aber wir probieren es mal. Dann Nephilim Data und das dritte war Ambush. Da musst du mich hinterhältig töten. Ja, das kriegen die Jeans-Dealer bestimmt hin. Gut, in diesem Sinne, ja, die Viertel sind die Aufstellungszonen. Und dann würfeln wir mal, wer Verteidiger und Angreifer ist. Oh, ich bleib hier und stelle die erste Einheit auf. Aus Faulheitsgründen. Aber ist ja gesagt, wie gesagt, gespiegelt. Hier ist, müssen wir uns denken, die Wand geht noch so ein bisschen weiter wie hier. Und ansonsten ist es, glaube ich, alles ungefähr so wie auf dem Layout des Baltic Cups. Insofern, ich bin gespannt, hier ist ein witziger Korridor von links nach rechts, aber dafür sind die Schrägen relativ gut zu. Das sind Krater? Krater oder Wald? Finden wir noch heraus? Ich glaube, Krater sind. Ja, C. Ach, wir haben 2 Wälder vergessen. Guck mal, wir müssen hier noch 2 Wälder hinstellen, die kommen sofort. Also hier und dort ist noch ein Wald. Und dann kommen wir gleich zurück. Wir spielen das Innere hier, also dieser Abdruck hier ist der Wald, weil das ist sonst zu groß. Und das hier sind die Krater. Die haben den gleichen Imprint. Gut, alles klar. Dann kommen wir zurück nach Aufstellung und bin gespannt, was es gibt hier heute. Ja, bisschen weird in der Aufstellung. Ich habe es auch, du auch überlegt, ob wir alles hier hinterstellen. Aber ich weiß, also ich renne gerade ins offene Messer, du glaube ich auch ein bisschen. Also insofern stehen wir hier beide so ein bisschen. Also du kannst halt mit den Bikes irgendwas töten. Ich bin immer in den Buff-Bubbles von Hellbrecht und Grimaldus geblieben mit allen Einheiten, außer die hier vorne. Alle anderen kriegen das irgendwie ab und ja, dann gucken wir mal, wer anfängt, ne? Jo, ja, ich habe hier Blips. So. Ja, genau. Du hast Blips. 2. 1, nein! Okay, alles klar. Dann musst du jetzt die Blips aufdecken wahrscheinlich, ne? Zum Ende deiner Movement Phase. Du fängst an, ne? Das ist ja schweinisch, ja. Ich fange an leider mit einer 2. Ich hätte erst gedacht, dass du gerne anfangen kannst, aber hat nicht sein sollen. Insofern, ja, ich guck mal, was ich mache, ne? Ja, komm gleich zurück. Tschö. Ja. Ich muss noch aufflippen. Also noch in deiner Achso, genau. Du musst aufflippen. Movement Phase ist vorbei. Du flippst schon mal. Ich erzähl, was ich gemacht habe. Also der ist hier rüber geflogen, kann gleich auf den schießen. Die sind advanced, haben den Chapter Master bekommen. Die sind advanced. Hier ist alles ein bisschen nach vorne advanced. Die Thermis haben den Buff bekommen. Ansonsten steht hier alles. Grimaldus muss ich nochmal kurz hinterher holen. Dein Character Killer Sniper kommt erst später. Und dann hole ich hier quasi so ein bisschen nach. Also egal, was er hier charge, mein Judicia kann quasi intervenieren mit 6 Zoll. Und das ist alles noch in der Buff-Bubble von den beiden. Okay, ich arretiere nochmal und er macht mal eben die Blips. Ja. Ich fahre schon mal so ein bisschen zusammen. Die Bikes sind hier gekommen, haben nach dem Aufdecken direkt die Fahrt gemacht. Das können sie. Sind natürlich deutlich cooler, wenn man anfängt. Ich stehe jetzt aber nicht in Threat Range. Ich hätte jetzt hier ein bisschen mehr exposen können, um ihn unter Druck zu setzen für Shock Tactics. Möchte ich aber gar nicht. Meine Bewegung ist halt durch, das heißt, ich kann jetzt auch nicht mehr irgendwie mit Flamern noch kommen und den Blob da hinten angehen. Ich lege mir schon mal Würfel raus hier, die haben nämlich gleich 18 Schuss.
Und gucken, ob ich den Sentinel irgendwie anknuspern kann. Wenn es richtig geil läuft, stirbt er. Ich glaube aber nicht, weil der Toughness 6 hat. Das heißt, ich wunde dich, egal mit was ich jetzt schieße, von dem, was schießen kann, nur auf die 5. Und dann, ja. Anfang war jetzt für mich nicht so der Hit mit meinen Secondaries. Ist aber okay für mich. Muss ich auch mit umgehen können. Und ja, wie gesagt, ich weiß noch nicht so recht, wie ich gegen die spielen soll, muss. Das ist jetzt ein gutes Learning auf jeden Fall. Und schauen wir mal. Ja, hier muss ich kurz zusammenfassen. Leider ist die Kamera kurz abgekackt. Die Heavy Bolter und der Beschuss der Inceptoren, der Jump Pack Dudes, haben den Sentinel bis auf, ich glaube, eine oder, nee, bis auf 2 Wunden runtergeprügelt. Und dann kommt jetzt noch der Charge. Ich habe kurz überlegt, ob ich ihm hier hinten den Weg zubaue. Dann ist aber das Problem, dass die Scouts im Offenen stehen, wenn du das Ding öffnest, damit er nicht vorbeikommt. Ich würde jetzt, glaube ich, mal damit leben, dass er hier einfach rumfährt. Zur Not können die Scouts dann nämlich in der Ruine aussteigen. Du müsstest halt tatsächlich noch in den Nahkampf und ich kann ja mit den Scouts auch noch ein bisschen den Weg blocken. Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Ich würde mal den Launcher noch hinterher schießen für D6. Wenn dir. Auf die 3 und auf die 5, weil nur Stärke 4. Zweimal immer noch, mit minus 1 tatsächlich. Noch eine Runde. Oh, ja. Und dann habe ich 2 Attacken im Nahkampf. Auf die 3 witzigerweise. Echt jetzt? Ah, und eine mehr für gecharged. 2 Hits. Und Stärke habe ich 6 auf die 4. Ich überlege, hat er noch ein Leben? 2. Okay, das ist einmal. 4er Ausdauer. Hält er. Ja, okay, gut, dass ich nicht reward habe. Ich hätte mich schwarz geärgert. Der haut jetzt zurück mit 2 Attacken auf die 4. Oha. Nö. Nee. Habe ich mit denen? Ja, mit denen habe ich auch geschossen. Ja, das war meine Phase. Ich mache Death and Seal und töte nix. Und dann bist du dran. Okay. Ich habe jetzt überlegt, ob ich hier noch einen Devo-Push mache, um noch näher ans Objective zu kommen. Eigentlich reicht es jetzt schon, um drauf zu kommen, nur wenn er mich hier bodyblockt, dann geht es halt nicht mehr. Ich könnte jetzt einen hierhin machen und dann da drauf, aber ich brauche die CP. Also realistisch ist auch nicht, dass du da hinkommst. Insofern Nee. schauen wir mal. Gut, dann kommen wir zurück nach Movement. Cool. Ich kann ja schon mal zusammenfassen, der hat sich zurückfallen lassen, der ist Advanced, der will gleich Advanced und Charge gecastet kriegen, das versuche ich ihm natürlich zu bannen. Die eigentlich Advanced alles, die sind hier so ein bisschen zum Ausscreen gefahren, die machen Nephilim-Data, sind aber nicht auf den Marker gekommen. Und dann kommen wir Der gleich macht noch zurück. irgendwas und dann Ja, kann was der macht, ehrlich gesagt. Kommt auf jeden Fall easy auf die Mitte mit da. Advance, wenn das ein Thema Also hier sein denke ich soll. auch noch an meine Aggressoren, fairerweise. Ne? Ich habe noch 3 Aggressoren, auch die flanken Die können. können auch von Lange Kante, haben wir gesagt, war das. lange Kante Genau, kommen. richtig. Also das ist deine, also die können theoretisch Ja. da kommen und hier kommen. Das ist Ja, stimmt. Dann muss ich hier nochmal. also in 6, da nicht in 6 Zoll ist deine Aufstellungszone. Ne? Also da nicht. Achso, hier nicht. Also Ja, weil ab nur 6 Zoll, glaube ab ich. da irgendwo. Also, ja, Okay. genau. Noch da ein bisschen Ja, Bewegung musst nur haben, auf aufpassen jeden wegen der Fall. Abstand zur Mitte, wegen deinem Nephilim-Data. Ah, shit, ja. Ja, Das sollte wahrscheinlich. irgendwie passen. Hier wäre dann vielleicht doch ein bisschen weiter hier hinfahren, einfach, ne? Ja, genau. So. Sollte passen, musst Glaube ich noch ein bisschen mehr weiter noch vorne weiter? tatsächlich. Ja, Ja, gut, die haben auch 40er Base, also ja. ganz gut. Also die Intended, Advanced. dass sie nicht dahin passen, ist okay für mich, check. Ja, sonst wenn ich hier noch einen brauche, würde ich noch Ja, ist den okay. einfach hinstellen. Alles gut. Aber ich hoffe, dass es so geht. Ja, passt. Gut. Psychic Phase. Ja. Das war ganz so schlau. Mein Zauberer möchte dem hier gerne Advance and Charge geben. Was brauchst du dafür? Eine 6. Okay. Show me what you got. Das ist 5. 5. Dann opfert er sein Knilch für einen Reroll. Okay. Nö. Auch eine 5. Das kommt nicht durch. Dann spare ich mir sogar ein CP. Wahnsinn. Jo, und dann. Das hätte ich tatsächlich versucht zu bannen. Ja, solltest du auf jeden Ja. Fall bannen. Ich habe gelernt, die machen irgendwie stärke 8 Attacken im Nahkampf. Ja, die willst du gar nicht dran Ja, haben. okay. Das hat der gemacht. Dann hat er noch eine Power. Könnte smiten, könnte ihm die Armor dingsen. Was ist denn geil? Das meint es wahrscheinlich besser, weil ich habe eh einen 5er-Retter. Du hast ja eh immer mindestens minus 1 AP, also. Das meint Ja. wahrscheinlich. Dann benutze ich meinen Psionic Blast. Brauche eine 6, habe ich. Also 7, ja. Ist nicht, was ist dein Moralwert? 8 wahrscheinlich, ne? Ja, Wenn ich gleich oder rüberkomme, sind das Flat dann 3. würfel mal, ich gucke parallel nach. Ja. Ne, mit 1 wahrscheinlich nicht. Ja, das ist jetzt, wenn es nicht Flat 3 sind, das ist W3 Moros. Wie ins Moral Mal. 7 sogar nur.
Ah, da habe ich mit einer 7 bin ich drauf oder drüber, denn das ist Flat 3 und nicht W3. Okay, dann mache ich mal 4 Pants. Ja. Krieg 2. Kriegst du 2. Kriegst du mal irgendwie so 5 dahin. Jo. Okay, Ah, shit, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Genau, einen Crossmarker hat er hier mit seiner Waller Trade gesetzt, glaube ich, mit seinem Charakter. Mhm. Und dann. Ja, im Nachhinein merkt er, dass das gar nicht so schlau war. Warum? Weil ich den hier auch crossfiren möchte. Ich habe so ein bisschen die Sorge, dass ich ihn einfach jetzt one-hitte und dann kann ich ihn damit nicht crossfiren. Und dann kriegst du deinen Punkt nicht. Oder? Dann krieg ich meinen Punkt ah, nicht. Okay. Wow. Das hätte ich doch andersrum machen müssen. Willst du arretieren? Oder willst du lernen? Durch Schmerz. Also mir ist es egal. Wir sind ja hier zum Üben. Insofern kannst du von mir aus auch gerne den Crossmarker umlegen. Ich lerne es durch. Es geht nur um Secondary Points. Okay, das ist, glaube ich, eine Lern- durch Schmerz-Situation. Okay, das alles okay. Klar. Wie du magst. Da müssen wir ein bisschen überlegen. Einfach auf ihn. Ja, der dicke Panzer schießt auf mein Fahrzeug. Ich mache auch nichts an. Ja, dicke Kanone. Ja. Ich glaube, ich könnte ihm sogar minus. Mache ich nicht. Nee. 3 Schuss auf die 4. Ja. Keiner trifft. Okay. Schlecht. Ja. Der Stubber. 3 Schuss auf die 4. Einer trifft. Und verwundet. Runde. Keine Rüstung. Hältst du? Herrlich. Gibt auch keinen Crossfire-Marker. Dann ist ein bisschen die Frage, dann müssen wir jetzt einfach erschießen. Einfach erschießen. So, der muss da reingehen. Weil wir das aus irgendeinem Grund das so war. Da gehen mir ein bisschen die Pieces aus, tatsächlich. Mhm. Ist gar nicht so gut. Also der hat sich zurückfallen lassen, genau, richtig. Für die Info. Ja. Dann haben wir ihn aber noch. Dann werfe ich hier eine Sprengladung. Ja, unbedingt. Von ihm darüber. Ja. So ein kleines Spike dahinter. W6 Schuss. Yep. 4 Stück. Ja. Auf die 4. 2. 2 Hits. Perfekt. Stecker 8 und auf den automatisch 3. Exposed, weil du in 6 Zoll von ihm bist. Nee, ist nicht. Bist du nicht? Quatsch. Kein Crossfire, also auf die 3. Kannst mich immer noch auf 3 wohnen. Zweimal. Stimmt, minus 3. Ja. 5er Redder. Jo. Geht durch. Geht durch. Hast du noch einen, ne? Ich weiß nicht, wie viel Schaden du machst, aber. Ja, 2. Ja, dann habe ich noch einen. Ja, perfekt. Hat das geklappt? Dann habe ich jetzt nämlich den Crossfire-Marker drauf. Genau, und eine Sprengladung ist weg. Das ja. Versuche ich mir zu merken. Ach, jedes Bike hat eine quasi. Ich habe zwei im Trupp. Also ein normaler hat und der Chef hat noch eine. Musst du Granaten dran magnetisieren. Ich habe, der hat eine in der Hand. Für Masochisten. Ich habe dem neuen eine magnetisiert, aber die ist mir heute an den Schrank gefallen. Ich weiß nicht, wo sie ist. Ja, Klassiker. Und wenn Bits mit Magneten runterfallen, sind die auch gerne von unten am Schreibtischstuhl oder so. Gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir müssen den jetzt erschießen. Das ist so. Wir glauben, dass wir das mit unseren paar Shotguns hinkriegen. Da bin ich mal gespannt. Ich auch. Das ist ein schwerer Kram hier rüber. Ja, der schwere Kram da hinten rein. Was kommt da so? Warte, sieht der das? Wenn die Ecke da ist. Stärke? Ja. Ich muss kurz überlegen, wie ich das mache. Oberladen. Also der einzige Beschuss, der da eigentlich jetzt reinfliegen kann, ist das Fahrzeug und die Dicken, ne? Das ist geschossen. Ja? Ach, das hat schon, okay. Genau. Die linke Einheit kommt jetzt. Ja. Die knödeln ein paar kleine in den hier rein. Ja, verstehe ich. Und die Schwerwaffen darüber. Okay, und dann das Fahrzeug noch, ne? Genau. Was kommt da insgesamt auf diesen Trupp? Weil es geht darum, ob ich Transhumane anziehe oder nicht. Weil du kannst ja nicht mehr charten, das ist ja hinterher. Die haben jetzt, wenn ich es im schweren Profil. Was für eine Rüstung hast du da? Ich habe eine ganz normale Dreier-Rüstung, 5er Invul. Dreier, 5er Invul. Stärke 8 hast du, ne? Genau, Stärke 6 haben die jetzt. 12 Schuss, Stärke 6, AP2, Damage 2. Könnte ich für ein CP auf Damage 3 pushen. Ja. Mache ich wahrscheinlich sogar an diesem Fall. Weil ja, ich mache nichts an, dann sterben sie halt. Ist dann so. Ja. Ist okay für mich. Genau, ich gebe dem plus 1 Damage für ein CP. Ja. Kommt, dann kommt er wieder. Nee. Nein. Wie viel hast du da noch insgesamt? 2 müssen wir noch haben. Genau, 2 hast du ausgegeben. Ich habe noch 5. Mhm. Satte 5. Mortals für mich. Haben die 2 Leben? Nee. Aber für die Unit. Also du kannst sie auf die Shotgun legen. Es stirbt eine Shotgun. Ist nicht der Träger, sondern... Nee, genau. Das ist ja geil. Das heißt, die opfern sich quasi dann. Genau. Die sehen, ach, das überhitzt gleich und dann schmeiße ich mich mal in den Lauch. Die opfern sich so ein bisschen das Armee-Thema. Gib die Waffe her. Genau, und sie haben 1er Rewards bekommen von ihrem Chef. Das heißt, okay. Das und der Crossfire-Marker macht was? Plus 1 zu Hit. Okay, also triffst du auf. Auf die 3 jetzt. Ja. Oh, das ist gut. Eine 1, wiederhole ich. Stark. Gut. So. Und darauf 3. Stärke 6 auf die 3. Plus 1 zu Wund ist egal gegen dich. Genau.
Hätte ich eh nicht, aber ja, ist egal. Gibt's nicht gegen mich, genau. Auf die 3, 1 rerollen vom Chef. Hm. Ja, dann 3. So, 9 mal minus 2, ich wurde gerade abgelenkt. Flat 3. Flat 3, ja. Erster tot, zweiter tot, dritter tot. Ich glaube, hättest du gar nicht gebraucht, den CP, um ehrlich zu sein. Nee, wahrscheinlich nicht. Ich glaub, also aber ich wollte sicher sein, dass der hier frei ist, sozusagen. Ja, aber er hat ja kein Ziel mehr im Endeffekt. Die Scouts, wenn ihr ausschaut. Achso, ja, klar, logisch. Der kann da reingucken. Logisch. Mhm. Gut, genau, die 4 Shotguns da rein, das sind 4 Schuss. Ja. Also 4 Shotguns, 8 Schuss. Auch auf die 3. Mhm. Einzeln wiederholen. Wahrscheinlich werfe ich 5 Einsen gleich, oder? Ah, oh, Moment. Da ist ja der Krat. Nee. Da gibt keinen Minus. Ah, ist okay, alles gut, alles richtig gemacht. Ja. Gut. Die Wälder geben Minus, genau. Gut, 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 gut. Ich glaube, dass der Krater kein Minus 2 gibt bei beiden Caps, aber das wird nicht. Stecke 4 plus 1 to wound, weil exposed und Linie durch. Dann auf die 4. Auf die 4. Einen sind wiederholt, habe ich gehört. Dann, ja, ist egal. 5 plus da. Ja, mach ich doch gar kein Problem. Also 5 mal hier, zack. Alle gehalten. Nee, einer nicht, warte mal. Boah, wenn der, kannst du noch mit irgendwas drauf schießen? Mit ihm noch. Ja, aber dann auch nicht auf den Inhalt. Ja. Boah, ey. Ist mir das ein CP wert, ey? Kein AP hast du, ne? Nee. Das wäre schon frech, wenn der stehen bleibt, ne? Mhm. Ich mach das. Ich habe ja 5 CP. Okay. Bitte, ich nehme einen anderen Würfel. Was ist es? Eine 5. Ja, bleibt stehen. Frech. Krass. Sag mal, gar kein Problem. Gar kein Problem. Mhm. Ja, kann man mal machen. Ja, den habe ich genau falsch gestellt. Der hat die Pistole, das ist egal. Ja, krass. Ich könnte ihn chargen. Mit den Bikes, tatsächlich. Aber das ist auch ein bisschen riskant. Und dann stehst du halt im offenen. Ja, nein, ich muss ihn erschießen. Ja. Schnell die Scouts da und töten, ich mein, das ist halt doof. Aber die Scouts machen halt nicht. Einen haben wir mit 3 Attacken. Also das, ja, der schießt da jetzt rein. Ja. Mit seinem kleinen Profil in dem Fall. Ja. Also 6 Schuss auf die 3. Mhm. Oh, Stärke 6 auf die 3. Ja, 5 mal minus 2. 5 mal Räder. Jo. Steht. Steht. Ah, und tot. Ja. Soll ich direkt mal würfeln, um der Einfachheit halber? Normalerweise muss man nämlich erst aussteigen lassen. Ich mach's jetzt einfach mal. Stirbt keiner? Nee. Explodierst du? Kann der explodieren? Okay. Wahrscheinlich nicht. Weiß ich nicht. Nee. Einfach gut. Ja. Wird cool. Explodiert nicht, falls das überhaupt kann, und dann steige ich mal aus. Jo. Dann steige ich natürlich nach innen aus. Und du kannst dann nicht mehr chargen mit dem. Leider nicht. Mit denen dann auch nicht, oder könnte da noch irgendwas. Ich guck mal, wie ich sie stelle, ja, dass er nichts mehr chargen kann, dann kommen wir zurück. Ja. Dann der würde da mit dem Bikes kann halt nicht durch die Wand. Das heißt, er müsste da durch den Krater. Ja, und einmal auf. Ja, die Bikes chargen auch nicht so geil. Das ist ja die Frage, ob das machen will überhaupt mit denen. Ja. Das sind irgendwie 9 Attacken, die auf die 4 treffen. Tötest du wahrscheinlich im Zweifel nicht mal, ne? Ja, ich könnte ihm jetzt eine Sprengladung in den Nahkampf schmeißen. Nee, ich hätte meinen Charakter in Position bringen können, das habe ich aber nicht gemacht. Ja. Gut, war jetzt auch hart über dem Schnitt, wie gesagt, ja. Die Psychoft ist nicht durchgegangen und der Landspeeder hat dank meiner 5 guten Würfel hart überlebt. Insofern, ich glaube, viel falsch gemacht hast du nicht. Du hättest genau den vielleicht ein bisschen noch einen Zoll vorschieben können, ne? Aber mein Gott, irgendwas ist immer. Ja. Also rein, das war ja, ich bin außerhalb der Zone stehen, okay. Deswegen konnte ich das nicht. Das heißt, du hast keine Charges? Nee, keine, die ich nehmen Dann möchte. Würde ich die Nahkampfphase beginnen in deinem Namen und einen Devo-Push aussprechen. Ja, gönn dir. Dann gehe ich auf 3 CP runter. Jo. Und würde tatsächlich dann in diesem Fall aber. Ich habe hier den Devo-Push gemacht, damit ich da oben Shock-Tactics machen kann. Sprich, ich würde gleich, bevor wir jetzt, wir kommen gleich noch zum Scoring, gleich würde ich eine 8er-Runde dadurch machen. Was hast du denn gescored? Du hast deinen Ambush gescored, glaube ich, ne? Genau, ich habe Ambush 4-4 gescored, weil ich eine Einheit mit Crossfire und Exposed erschossen habe. Einfach mal 4 Punkte. Okay. Ich habe Battlefield Data da hinten gemacht. Ja. Und ich müsste noch hier noch Dingsbums. Ja, auf beiden halt, ne? Assault, genau. Ah, ne, da standest du quasi, glaube ich, schon. Also da ist Larry Assault. Ja, genau richtig. Für 3 auch. Genau. In diesem Fall für 3, richtig. Alles klar, dann kommen wir zu Blackies. Ich mache eine 8er-Runde, mache meine Detanalen und Co. und dann kommen wir gleich zurück. Wie gesagt, 8er-Runde. Hier habe ich jetzt sozusagen Shock-Tactics. Die sind so, dass du hier nicht kommen kannst. Die screen alles in 12 Zoll aus. Das ist auch ein 3 Zoll-Shock. Deswegen stehen die Thermis hier so komisch gebufft, aber auch.
Der Judicia steht so, dass er hier überall heroisch intervenieren kann. Was hier ist, kannst du eigentlich nicht chargen, ohne Fire Last zu kriegen. Die eine Attacke ist auf den drauf und die, ja, ich mache alles doch alles auf die drauf. Scheiß auf die Thermis. Und den Chapter Master haben die bekommen. Der Flieger ist da hinten gekommen und kann jetzt auf das Fahrzeug da hinten mit einem schießen. Die da hinten erreiche ich nicht mit 24 Zoll, aber das Fahrzeug und den. Und dann kommen wir, die sind aus der Reserve gekommen, haben jetzt einen 9er Charge, die haben einen 8er Charge. Oder halt dahin, muss ich mal gucken, was ich angehe. Ich würde. Was für eine Toughness haben die? Vier, die Bikes. Versuchen einfach zu töten, ne? Sind da ist ja nicht sticky, der Marker. Dann mache ich mir das Leben mit dem Charge auch einfacher. Und dann stehen die hier für potenzielles Abfangfeuer. Genau, minus eins, du hittest dir egal mit denen. Ja, richtig. Ich glaube, ich würde die Melter mal zuerst schießen. Zwei müssen einzeln schießen, weil die in 12 Zoll sind zum Fahrzeug. Volle Rerolls, brauche ich nicht. Auf die 3 wahrscheinlich. Dreimal. Minus 4. 5. Minus 5 ist Assault. Ja. Ja, gehen durch. Okay, dann D6 plus 2. Jo. Minus 1, ne? Jo. Ich würfel. Ist Das wahrscheinlich schon sollte tot. reichen, ja. Ja, okay, dann verfallen die anderen Schuss. Das sind 10, also das sind 5 Schaden, 5 Jo, Schaden, die sind nicht in drei, ne? 6 Schaden. Die sind nicht in 3, genau, richtig. Wegen automatisch explodieren, genau. Richtig. Dann habe ich damit Tausche ich den hässlicheren einmal raus. den Marker bekommen. Den Sentinel könnte ich gleich noch chargen. Ich werfe mal eine Granate auf den Sentinel und die Pistole und der Flammenwerfer gehen auch da rein. Hatten noch ein Leben. Zwei? Jo, zwei, glaube ich. Okay. Trifft. Verwundet. Minus eins. Außen fünf. Fünf plus. Geht durch. D3 für eine. Für eine. Dann noch ein. Ja, dann der Flammenwerfer für fünf. Einmal Einmal. mit minus 1. Reicht. Wegen Assault, ja. Ich weiß nicht, ob der explodieren kann. Guck ich mal nach. Ja, wir gucken. Da kann er. Kann Kann er. er, ne? Ja, Irgendwie ja. für einen oder sowas. Genau. Ja, Nö. der nicht. Okay. Ich habe übrigens doch Brilliant Dawn gespielt. Nein, habe ich nicht. Haha. Ja, die Granate der Scouts, also der Heavy Bolter, geht in die Jungs hinten rein. Also Mr. Rot schießt in die rein. Die eine Pistole geht in den rein, alle anderen Pistolen in das Fahrzeug, weil die nicht sehen. Also erstmal der Heavy Bolter. Jo. Haben sich bewegt, also noch vier. Zweimal. Minus eins. Minus 1, minus 1 ignoriere ich. Okay. Ich habe Cover, Ja. also ich nehme mich auf Cover. Also Also in die da hinten, ne? Die Bikes sehe ich ja nicht. genau, aber Ja, ich genau. nehme hier Ja, Modelle okay, Cover. alles klar. Also 2 plus. Quatsch, 4 plus dann. Ja, Einer tot. zwei Schaden, genau. Das ist, glaube Dann ich, die. dieser hier tot. Wobei eigentlich eine Frag Grenade mache ich lieber als statt die Pistole. Wobei es Blast, ne? Du hast ja mehr als fünf Modelle. Ja. Also mindestens drei. Ich habe nur eins gewählt. Trifft. Und verwunden. AP? Nichts, glaube ich. Nichts. Also 4 plus. Ja. 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 Halt nie. Und drei Pistolen aufs Fahrzeug. Einmal. 3 plus. Nee. Keine Runde. Natürlich. Dann schießt der Flamer auf die drei Flamer schießen auf das Fahrzeug. Jo. Oh Gott. 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Jo. Oder? Ja, passt, ne? 12, ne? Ja. Eines mache ich zweimal und noch einen hinterher. 5. Das ist, sind 2. Jo. Das sind, lol. Das sind 5 und noch einen hinterher. Das ist nichts. Also 7. 7 Stück. Minus 1. Minus 1 ignoriere ich, also 3 Stück. 2 gehen durch. Kleines Vieh macht auch Mist. Eigentlich sagt man ja, man soll das Target, was man chargen möchte, nicht beschießen. Aber ja, bevor die gleich einfach sterben, ohne was zu machen, ich probiere dich tatsächlich auszulöschen. Du hast nur 4, ne? Das heißt, ich kann meinen Blaststratagem nicht zünden. Ich mache mal die Schuss. Okay. Wer schießt jetzt so? Ja, das sind die auf die. Ja. Auch wenn man es eigentlich nicht macht. Liebe Leute, macht das nicht zu Hause nach. 10, 18, 22. Das zweimal und einen hinterher. Cockt. Das sind jetzt erstmal nur Toughness. Vier. Dann sind es 4 beim ersten.
Ich lege direkt eine dazu. Und dann nochmal, das war echt nicht gut, nochmal 4. AP. 1. Ignoriere ich. 4 plus. Den nochmal würfeln. Ja. 1, 2. 2, 2. 2 gehen. Wenn nur der geht, erhöht das die Charge-Distanz? Nein, müssten die beiden gehen und dann stimmt deine Dings nicht mehr. Ja, was ja okay wäre. Das ist halt die Frage. Hier ist der Charge halt immer noch da, ja genau. Also das wäre zum Zoll mehr zu dem. Müsste ich eine 10 würfeln. Aber. Ja, wenn ich jetzt... Steht halt nicht mehr auf dem Objective dann, das Dump geht's genau. Wenn ich jetzt die beiden wegnehme, kommen die halt nicht rein. Genau, wenn du die beiden wegnimmst, kommen die nicht rein. Wenn du die beiden wegnimmst, kommen die wahrscheinlich nicht rein. Aber die vielleicht. Ja. Also ist Pest oder Cholera. Aber ich habe eh einen hohen Charge, also es ist eh unwahrscheinlich, dass da irgendwas im Nahkampf landet. Ah, jetzt habe ich es ja auch so gestellt, dass ich nicht beide Sprengladungen überleben lassen kann. Ah, da muss der Chef sterben. Dann haben die aber weiter einen 9er, ne? Ja, okay, alles kann klar. Ich verändern. Also, okay. Ja, ist okay. Sonst habe ich halt einen, der vielleicht ja, überlebt. Check. Aber und du willst auch das Objective scoren, ne? Ja, schon. Gut, was haben wir noch am Beschuss? Der Flieger, glaube ich, ne? Schießt alles in dein Fahrzeug rein. Okay. Weil alles andere erreiche ich nicht. Oder wäre verschwendete Mühe. Ja, dann schieße ich beim Typhoon Missile tatsächlich die Frag wahrscheinlich mit dann 12 Schuss in die rein und der Rest geht eigentlich alles in die ins Fahrzeug. Erstmal Plasma. Jo. Für 4. Treffen 3. Jo. Verwunden 2. Jo. Damage? 3 flat. Also 2x2. Zwei zwei. Ach, Damage. Stimmt, der hat minus 2, ne? Minus 1 Damage. Ja. Wie viel hat er noch? 5. Ach, scheiße, hätte ich auch alles reinschießen. Ist egal. Lernen durch Schmerz. Die beiden treffen. Das sind die D6 Waffen. Und verwundet eine. Minus 2. 5. Halt. Das war wichtig, dass wenn D6 Schaden gewesen, dann überlebt er tatsächlich. Yeah. Dann mache ich die 10 Schuss, 12 Schuss in deine Typen rein. Mhm. Das sind jetzt der Frack. Mhm. Das ist ein alter Würfel, glaube ich. Jupp. Toughness? Wo jetzt? Hier? Ja. 3. Auf 3. Was ist denn der Frack? Ist der Heavy auch? Ja, dann hast du das hier alles. Das sind 7 Stück. Auf dem normalen Rüster. Also 4er Entdeckung. Ja. 2, 3, 7. Das geht ins Fahrzeug, das ist der Bolter jetzt. Oh. Also kannst du schon mal selben, der Rest geht ja, ins Fahrzeug. Ja, ich könnte dir noch plus 1 Armor geben, das ist glaube ich egal. Ja, das glaube ich auch. 4 plus. Sterben 3. Das ist wirklich für mich. Ein bisschen Kleinholz rausgenommen. Oh. Dann nochmal aus dem ersten Schwung 2. Und aus dem zweiten Schwung brauchst du nochmal 3, also 5 mal mit minus 1. Also noch einen, ja. Weil du minus 1 Schaden hast, ja. Genau. Sehr gut. Das ist ärgerlich, da muss ich den wohl chargen tatsächlich, ne? Mhm. Und nicht die Bikes. Ja, dann kommen wir auch schon zu, ich glaube Beschuss habe ich alles, ne? Mhm. Die haben, die sehen nichts, der ist umgefallen, mache ich gleich, ist okay, hier sehe ich nichts. Ja, dann probieren die tatsächlich hier die neuen, ne? Ja. Nee. Reroll für Black Templar. Mhm. Ich nehme andere Würfel. Nee. Schade, dann chargen die da oben in die Bikes. Ja. Ja, da kommt die 11. Jo. Das reicht aber auch dann, um hier rumzurennen genau. Wahrscheinlich. Ich hatte ja gesagt, dass ich sie 1 auf der Kante stelle. Ja, das heißt du müsstest außen rum und der ist jetzt in Intervention. Hoffnung, weil du sie weggeschossen hast. Ah, okay. Das heißt. Also, das müsst du bedenken. Was macht er im Nahkampf? 6 Attacken, doppelt explodierende 6 AP, also 2 Damage, Full Wound Rerolls, AP 3 und auf 6 2 Wound, die AP 7, der komische. Ein Zoll von der Wand weg bin, kann natürlich den nicht schlagen. Achso, dann müsste ich vom Objective runtergehen. Ja, das du scorest trotzdem nur eine 8, ist okay für mich. Sticky ist immer noch. Genau, ja. Genau. Ich habe den eben für 1 CP Obstack gegeben, weil die Marker hier für Obstack einheiten Sticky sind. Das heißt, der ist Sticky und ich zwinge ihn quasi damit darauf zu fahren. Ja. Und in den will ich nicht reinpeilen natürlich. Dann mache ich mit den Scouts den Charge.
Mhm. Und gehe auch in die Bikes und in dein Fahrzeug. Ja. Ja, machen sie. Hier, die, machst du die mal irgendwie. Mhm. Na. In die Bikes und in das Fahrzeug. Ja, irgendwie, wenn es geht. Welcher ist der Chef? Ja, der Blonde. Also der mit dem Hammer will natürlich ins Fahrzeug rein. Okay, also bis an die Bikes hier ran. Genau, und der Blonde will an den ins Fahrzeug, genau. Jo. Und dann, ja, irgendwie so, dass ich gleich splitten kann. Genau, aber nicht an die große Unit. Also genau, da will ich reinpeilen wahrscheinlich, wenn es geht. Können die was im Nahkampf? Die Leute? Ja. Nee, also jeder hat eine Attacke, aber... Ja, dann werde ich wahrscheinlich sogar reinpeilen. Oder der Chef hat noch eine Power-Pick mit AP 2 Damage. Wobei ich kann es ja... Das ist Spell. Okay, den könnte ich dir theoretisch sparen und ich kann dich auf die 4 plus im Nahkampf erhalten. Ja. Das heißt, ich würde dich da ziemlich ärgern. Mhm. Hier ist leider nicht geschafft, das heißt, es kostet 8, ist okay für mich. War halt ein hoher Wurf, den ich gebraucht habe, aber ist okay, die kosten ja auch nichts. Und dann war das, ne? Ich habe jetzt erstmal Shock-Tactics gemacht, No Prisoners machen wir am Ende des Spiels und dann kannst du ja unterbrechen tatsächlich. Willst du ruhig navigieren erstmal, das ist wichtig. Wer fängt an? Wir haben wahrscheinlich die Scouts. Aber ich will eigentlich, dass die Scouts am Leben bleiben, deswegen glaube ich, schlage ich mit denen zuerst zu. Ja. Und werde dann gleich hoffen, dass meine Typen da einfach überleben. Ich guck mal. Also gegen Scouts? Ja, ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich da oben zuerst kämpfe, ob die tatsächlich schon reingedingst. Mhm. Aber würde ich tatsächlich, weil der im Bracket ist, nur noch W3 Attacken hat das Fahrzeug, würde ich es revidieren und hier zuerst kämpfen. Ja. Das heißt, wahrscheinlich schlägt einer in die Bikes. Mhm. Bikes haben -1 zu Hit. Ja, haben sie eh. Genau, also genau. Ja, okay. Und 2 müssen, glaube ich, dann in den Typen rein. Also die hinteren beiden über den in den und der eine in die Bikes rein. Genau, also können auch alle in die Bikes gehen, aber genau, also den Typen. Ich hoffe, dass du ihn nicht tot kriegst, ist meine Annahme auf jeden Fall. Ja. Bikes haben Toughness? 4. Rüster? 4. Oder kann ich mit 2 in die Bikes schlagen? Ah, egal, ich hab's jetzt so angewandt, ich mach's mal. Treffen 2. Und ich verwund dich mit 2. Auf die Bikes brauchst du 6er Rüster. Du hast eine AP2? Ich glaube, okay. AP3 haben die, dann sind 2 Bikes tot. Jo. Und dann die anderen. Oh, ich habe sogar noch eine. Habe ich 4 Attacken gewürfelt? Ja, ne? Ist auch richtig so. Ich habe nicht geguckt. Ich hoffe, ich habe nicht nur 3. 2 Bikes sind tot. Dann ja, ich glaube, ich habe 4 Attacken gewürfelt. Kann dir mal kurz überlegen, wie ich das jetzt mache. Also hier wegnehmen kannst du also die stehen noch hinten quasi, ne? Die habe ich ja de facto jetzt noch nicht aktiviert. Ja, also ich könnte jetzt die Bikes wegnehmen, aber es sind die beiden Sprengladungen vorne. Ich brauche die halt. Die müssen, aber die müssen überleben. Okay. Die tanken die Scouts, ich nehme hier vorne 2 weg. Okay. Und dann die anderen auf den Kellermorph. Ja. Die treffen richtig gut. Schade, dass ich die nicht gebufft habe. Hätte ich auch, glaube ich, gar nicht gekonnt. Toughness 5. Ja, auf die 3. Ja, dann das einmal. 2, 4, 6 Stück. 6 Stück. 4er Retter. Ja. Die erste. Helder. Ja. Zweite. Helder. Sehr gut. Dritte. Geht durch. Hält er nicht. Würde ich auf die 3 plus auf einen Neophyten abwälzen, der davor springt. Guckt. Der bremst, brennt, genau. Ja. Jo, shit einer. Ja. 4 plus. Nee. Nochmal auf den Neophyten. Ja, stirbt noch einer. Das war der 4. ne? Hält er den letzten. Geht durch. Hält er nicht. In den Fütten müssen jetzt eh. Also es geht eh, gehen eh gleich welche weg. Dann kann ich es auch auf die 3 von den Fütten machen. Nee. Dann wird das 2 Damage. Ja. 5. Ja. Okay. Dann willst du unterbrechen, ist die Frage. Also die stehen halt noch, ne? Nicht in deinen Typen drin. Ja, ja, es wird eher so die Frage. Also ich würde mit denen unterbrechen, einfach für Wolken. Also kannst du, ich habe dich ja noch nicht aktiviert. Ja, ja. Also du kannst mit denen oder mit dem unterbrechen. Ja, ja, ist alles scheiße. Nee, mach ich nicht. Okay. Dann der Scout-Captain mit dem Hammer. Mhm. Der zu sehr den Attacken, das ist ja, Quatsch. Das und ist die Bikes machen nicht. Das war eine gute Info auf jeden Fall. Ja. Auf die 4, 2-mal. Ja, 2-mal. Und auf die 3. Nichts. Boah, das Fahrzeug muss weg, ne? Ja, macht jetzt auch nicht mehr viel, ne? Also ich kann es für ein CP in volles Bracket machen, nächste Runde, aber dann ist das immer noch hier. Das ist die Frage, was das macht, so. Das könnte da rein. Ja gut, ich habe ja immer noch, hier die Messer von den anderen beiden, die da noch reingehen. Und zwar in die Bikes eh. Da müssen die Messer halt richten, ist ja noch ein Leben. Das ist in die Bikes oder ins Auto? Ja, das ist immer noch ins Auto. Mhm. 5, 2-mal mit keinem AP. Ja. Jo. 3 plus. Muss ich, glaube ich, slowdicen. Ja. Jo. Ja. Jo. Ja, okay. Und dann gehen die jo, -1. Anderen beiden in die Bikes.
Yep. Nö, passiert nichts. Alles klar. Dann wärst du jetzt dran. Ja, dann ist ja auch die Reihenfolge egal, quasi, was ja. Ich mache. Ne? Machen wir das Spannende. Ja, ich glaube, ich will, dass die eventuell potenziell am Leben bleiben, tatsächlich. Mhm. Transhumane. Verwundert mich auf 3, ne? Ja, mit Full Rerolls. Seid ihr auch Lachs, ne? Nee, auf die Stärke 5. Also ich verwundere die auf die 4 mit Full Rerolls. Ach so oder so. Egal, dann brauche ich auch keinen Transhuman. Ja. Der peilt so weit Richtung deiner Base, wie er kann, sozusagen. Weil er will irgendwo in die Richtung vielleicht. Ja, ist okay. Schauen wir gleich mal. Sechsmal auf die 2. Sechsen explodieren doppelt. Ja, das ist... Der explodiert. Kaboom. So. Mhm. Dann auf die 4. Mhm. Sechsen sind mehr Damage und alles. Ah, okay. Ist auch gut. Ja, also die Sechsen sind, das ist AP7, okay, Damage 3. Also, ich habe eh 5er gedacht. Genau. 4 plus. Die reroll ich einmal. So, einmal AP7, Damage 3 und viermal AP weniger. Ich würfe jetzt einfach mal, ich würde nach Intent wegnehmen, also ich hätte ihn, wenn er da durch kann, tatsächlich genau. Ich glaube, er ist ein Monster und kann es ja, nicht. Ja, bin mal raus. Genau, also erst mal mit auf die 5 rette ich den. Jo. Ja. Dann die anderen. Genau, kannst du sagen, ja. Nee, kein... Achso. Doch, kann ich eigentlich, aber vielleicht für Rerolls. Einer tot. Selbig. Also einer tot. Jo. Okay. Also ich hätte ihn... Lass uns das mal eben gucken, weil das würde mein ändern, wie ich meine Modelle bewege, tatsächlich. Einer ist gestorben. Ja, raus. Spikes in die Scouts. 5 Attacken auf die 4. Ja, Stärke 4 auf die 4 wahrscheinlich. Ja. Zweimal AP2. Einer tot. Zweiter tot. Einer tot. Jo. Dann das Fahrzeug. Das Auto. B3. Ja. Einmal erst den Trupp. Achso, Quatsch, ja. Ich bin nämlich gerade. Also, es können eh, glaube ich, nur. Ja, 5. Ja. Fünf verschlagen. Ja. So. Auf die 4 oder 5 ist egal. Haben noch 1er Rerolls, falls es relevant ist. Stärke 3 auf die 5. Das ist nicht einmal. Rüster. Geht durch. Sind 3 weg, ne? Sterbe ich sogar jetzt, noch. Welche sind jetzt weg? Achso, ja. Der Goliath, W3 Attacken. Eine. Auf die 3. Immer noch auf 3? Ja, das ist BS degraded. Okay, alles klar. Ja. Nicht. Dann auf 3. Genau, auf die 3. Halt, Mini-Transformation. Ja. Minus 2. 5er Ritter halte ich. Hältst du. Ja, 3 verloren, eine 6 ist schlecht in der Moral. Das, ich habe die 6 gerade schon gesehen, also Moral bestehen sie. Ist okay. Ich habe auch ein paar Miralen. Einmal da hinten die Bikes. Ja, auf jeden Fall. Der Chef ist raus, haben sie noch 7? Ja. Du hattest 4 in der Truppe, ne? Ja, ich habe 2 verloren. 2 verloren, bist du bei einer 6. Ja, ist okay. Ja. Hier vorne das gleiche, nur dass ich Moral mit 8 habe. Oh, 6. Da geht einer, ja. Geht genau einer. Dann muss der hier gehen. Ja. Weil der hat seine Bombe gefunden. Dann musst du es für den anderen nochmal würfeln. Stimmt. Auf die 2 geht er nämlich auch. Jo. Nie, weil er in. Auch für die Bikes? Okay. Ich glaube, ich gucke nochmal nach. Ja, wir checken das, genau. Ich glaube, es ist Core. Okay. Müsste eigentlich. Genau, geht nicht. Und bei dem Trupp hier, da ist, glaube ich, alles außer einer 1 laufen hier weg. Auch, ja. Das ist die 1! Ja, ist doch gut. Ja, ja, okay, krass. Hier habe ich gut gesaved. Dass die stehen geblieben sind, war recht glücklich. Genau, mit ihm komme ich nicht rein. Ja. Genau. Und dann bin ich da oben noch im Nahkampf. Ich habe einen Moralbestand. Ich habe Shock Tactics gemacht. No Prisoners machen wir am Ende. Ja. Direct Assault habe ich gemacht. Mhm. Und dann für 3 sogar. Und dann ist das der Mark im Moment sticky. Das heißt, er muss sich darum bemühen. Ja. Und wir schauen jetzt mal, dass ich ihn da oben im Nahkampf halte. Ich kriege auf jeden Fall ein CP, du auch. Mhm. Ja, bei 4. Ich möchte natürlich im Nahkampf halten da oben, ist klar. Alrighty, dann sehen wir uns gleich wieder. Ich überlege jetzt natürlich stark, wo ich ihn im Nahkampf halten möchte. Ob ich ihm die binde oder den hier binde. Ich habe halt auch Assassinate, ne? Das ist halt ein Punkt, dass ich... Aber ja. Du charge mit ihm halt wahrscheinlich hier rein. Wobei der auch degraded ist schon. Nee, der hat noch 8. Acht, ja, okay. Das ist jetzt halt eine Frage der Fragen, ne? Du tötest die wahrscheinlich, wenn du in den Nahkampf kommst. Die Frage ist, ob ich die hier mit dem Movement klauen will. Achso, der hat noch Wunden hier. Der eine ging durch. So. 2, genau, 2 Schaden. Oder die da hinten, du kannst mich halt auch wegsmiten, ne? Mhm. Musst du dann halt auch erstmal machen. Ich habe halt einen 5er für No Pain. Ja. Ich glaube, lästiger ist es, wenn die sich nicht bewegen können, ne? Ich meine, der auf der anderen Seite tötet wahrscheinlich, was er anfasst. Insofern, ich probiere es bei den Typen da hinten, der große Trupp. Ich möchte nicht, dass er auf meinen Flieger schießt. Also auf die 4+. Vielleicht, wahrscheinlich würfel ich jetzt die 2, dann war das ganze Gelaber eh irrelevant.
Ja, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Kann auch mal klappen. Kann auch mal ein Spiel gewinnen. So ein No-Fallback. Also er hat ihm, ja, das ist ja Fallback gemacht. Ja, stimmt. Genau, er hat einen Fallback gemacht, ist jetzt aber im vollen Profil. Mhm. Kann dann noch schießen, glaube ich, hast du gesagt, genau. Ne? Wenn du ihm einen Spell gibst. Ja, nee, also schießen kann er normal. Also nach dem Fallback. Nee, mit Spell. Stimmt, ja, mit Spell, okay, ja. Genau. Da hofft er, dass er die wegsmitet und dann, dann schießen kann. Ja. Und der ist nach vorne gegangen. Mhm. Advanced, damit er auf dem Marker steht, weil ich habe es ja sticky gehabt durch meinen Obsec. Ja. Und die sind hier gekommen und jetzt schockt er hier in 3 Zoll quasi. Er geht ein bisschen, er zieht sich zurück. Und er guckt jetzt natürlich, dass er hier ein bisschen Druck auf der Flanke macht. Und da kommt ein 20er-Trupp, der jetzt wahrscheinlich Nephilim Data macht. Jo. Die müssen aber 9 Zoll, glaube ich, der 20er-Trupp, oder? Nee, ist der in 3 Zoll. Ach, der in 3 Zoll. Genau. Okay. Die sind dann auf dem Objective. Ja, und dann kommen wir gleich zurück mit der Schussphase. So, mit Devout Push kriegst du ja auch noch einen drauf, ne? Ja, richtig. Dann habe ich so ja schon ja. genug drauf, sozusagen. Ja, genau. Und dann darfst du aber hier nicht stehen. Du darfst hier eh nicht stehen, weil du in 6 Zoll zu der Mittellinie bist. Ah, stimmt, ja. Also, ich kann den einfach nicht mit reinmachen. Menge Modelle auf dem Feld. Ja, viel passiert. Der ist noch gekommen. Die sind hier. Der ist advanced. Zurückgefallen. Volles Profil. Der Typ mit der Pistole ist gekommen. Kann schießen, danach in das Fahrzeug gehen. Ladung raushauen. Die da hinten will er wegsmiten. Dann kann er auf die Assault Marine schießen und so weiter. Dann ist die Frage, wo fangen sie an? So, genau. Command Phase Kram. Genau, die haben den Marker bekommen. Check. Jo. So, ja, Psychic Phase. Ich fange mit ihm an. Ja. Obwohl er hätte da noch ein Ziel. Was muss er machen? Ja, der fängt an. Psionic Blast? Ja. Braucht eine 6. Doppel 1. Würde ich seinen Reroll benutzen mit dem Knilch. Musst du wohl. Das reicht. Ich versuch's hier zu bannen mit Grimaldus, der hier steht. Mit einer 7. Wird das nichts? Nee, wäre Flat 3, weil ich wahrscheinlich dann Moralwit erreicht habe. 8 haben die, ja, genau. Dann ist es Flat 3. Dann sind die tot. Cool. Ja. War mir auch kein CP jetzt wert. Der kein Fallback wäre nice gewesen, aber mein Gott. Jetzt haben sie sich halt nicht bewegt, das ist auch okay für mich. Oh, auf das Auto zu machen. Ja, auf das Auto. Ich muss einen 6 würfeln. Habe ich. 5 Plussen sind Mortals auf 4 Würfeln. Oh. Bisschen albern. Kann ich auch. Wir sind beide albern fair, heute. Fair. Kino Pain, gar kein Problem. So, die junge Frau hier möchte den Menschen minus 1 Armor geben. Ja. Brauche eine 6. Kriegst du Doppel 1. Ist der jetzt Kippe, ist die Frage. Auf eine 4 plus ist er Kippe? Bei mir ist es egal. Ja, 4 plus ist Kippe. Nö. Nee. Ja, dann gehen wir ins CP aus. Alrighty. Ist das so wichtig? Bei dem, was da gleich drauf schießt? Ich will nicht, dass er stirbt. Und er ist ja die Frage. Aber wie viel Leben hat er denn? Also 4, ja. Ja, ist ein Argument. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht einschätzen. Ja. Musst du wissen. Ich weiß nicht, ich habe den ganzen Mini-Beschuss hier auch. Du bist ja in Cover, ne? Ich habe halt AP. Also das meiste, was ich auf die machen will, ist AP nichts und du bist in Cover. Ja, nee. Ich krieg kein Cover. Ah, stimmt. Genau. Wegen meiner Vogue. Ja, ist egal. Das lag. Das muss schon. Schwer darf schaffen das. Dann. Kriegst du Mortal Wounds. Genau, krieg ich wieder 3 Mortal Wounds. Auf die 5 ignoriere ich die, weil ich in der Psychic Phase. Ja, bla bla bla. Kriegt dann eine Mortal Wound. Hat also noch 3 oder so. Gucken. Und dann würde sie gerne noch ihm hier Fallback und Shoot geben. Jo. Oder warte mal. Alternativ kann ich ihm mit Wahnsinn Charge geben. Nee, das Shooting ist, glaube ich, hier besser. Ja. So, Fallback und Shoot. Mit einer 7 wäre das geschafft. Ne, ist okay für mich. Dann hat er das. Ja, sterben die halt. Das war einmal ein Zaubern. Jo. Shooting Phase. Ja. Der Sniper schießt auf deine dicken Männer da hinten. Was kommt da? Ein Schuss, triffst automatisch. Okay. Scharfschützengewehr, Stärke 5, AP 3, das ist 2. Ja, okay. Wundet auf die 4 plus dann? Nö. Nee. Aber er hat dich getroffen, damit ist es ein Crossfire. Das ist gut. Das ist quasi sein Job. Ja. Dann, da müssen wir mit denen anfangen. Hm. Die werfen ihre Sprengladung. Ja. Und haben zwar, die noch alle oder eine noch? Eine noch, genau. Ja. Der Shepard ist tot. Die letzte, ich gebe ein CP aus für automatisch 6 Schuss. Ja. Auf die 5 Schuss kommt er wieder. Da kommt er wieder. Hast du nicht schon? Ah, ne, den hast du nicht. Genau, habe ich dann konnte ich den doch nicht, genau. Also ich, so, 6 Schuss. Ja. 3. Auf die 3 jetzt. Mhm. Oh, ja. Ist okay.
Stärke? Stärke 8. Auf die 3. Plus 1 to wound. Ist egal, weil. Ja, auf die 3. Ja, besser wird's nicht. 3. Dreimal? Ja. Minus 3. Ja, 5er Ritter. Jo. Halt dich. Hältst du? Halt dich. Hältst du? Halt dich. Halt, ja. Oh, 5 können wir beide heute. Ja, ist ein Problem. Puh, sorry, ich hab deinen Balk umgewurstet. Ja. Ja, das ist halt der Punkt, wo das da ein Problem wird jetzt. War sehr glücklich, das wäre 2 Schaden pro gewesen, ne? Genau. Was ist das hier eigentlich? Ja. So, dann hier. Ja. Alles, was kann darüber. Ja. Also 3 Webber und die 4 Schweren. Ja. Was ist das? Hm? Was kommt da? Also Damage, AP, wie viel AP? 2. Und wie viel Schaden? Erhöhe ich jetzt auf 3. Mit jeder Waffe? Von den. Von den Dicken. Die machen Mortals. Und ja. Die 4, ja genau. Von okay, alles. Ja, ja, okay. Genau. Dann mache ich nichts an. So. Sterben die halt. Gib hier raus. Wie viel TPS noch jetzt? 2. Okay. Okay. 3. Die haben volle 1er Rerolls sozusagen. Ja. Auf die 3. 1er Rerolls sind gut. Oh, super gut getroffen. Ja. Der ist Kippe, immer so gemacht. Oh, ja. Ja, ich bin. Das ist okay, alles gut. Glaub, auf die 3. Die sind eh tot. 1er Reroll. Super guter Wurf. Das sind 9 oder so. AP? 2. Also 5 oder so. 3 Schaden flat? Ja. Ja, okay. Sind ja schon tot, ne? Ja. Ja. Jupp. Ja. Ist okay. Ist okay. Bin ich die los. Das ist gut. Hab da keine Bomben mehr. Genau, so und der Rest. Alles andere schießt natürlich in die. Ja, die Shotguns, ne? Genau, und die alte eine Webber, weil der nicht rankam. Ja, okay. Der eine Webber, W3 Schuss. Einer. Ja. Auf die 6 ist eine Mortal. Ja. Eine Mortal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wegen Kohärenz stehen dahinter wahrscheinlich noch welche, oder? Einer. Okay. Mhm. Genau. 11 Stück, also 22 Schuss. Kriegst du jetzt eine Mortal auf eine 1 oder wie läuft das? Nee. Okay. Nur bei denen, also okay. Das überhitzen wir nur für die schweren Waffen. Ah, okay. 1 Rerolls. Ach, wegen dem Crossfire, ne? Genau. Also wegen dem Character Buff ja. Und plus 1 to Hit wegen dem Crossfire. Ach so, okay, verstehe. Vielleicht habe ich schlecht gestellt, muss ich gleich gucken. Muss ich jetzt gucken. Aber wie viel Schaden kommt da jetzt ungefähr? Ah, nee, gut, ich habe da eine Linie. Ist das alles ein Schaden? Hm? Ist das alles ein Schaden? Ja, ist alles ein Schaden. Ich würde ein CP für plus 1 und ja. Safe ausgeben. Mhm. Ja, kann ich ein Modell nochmal verschieben? Ich habe was ja, anderes klar, gemacht. So, wenn der jetzt hier steht, habe ich nämlich exposed. Okay, ja. Das, ja, genau. So viele Hits. Ja. Und auf die 5. Ja, da wäre das AP1 nämlich schon echt gut gewesen. Plus 1 zu Wund wegen Exposed auf die 4. Die hätten die 1er Rerolls, ja. Kriegt dann der ganze Trupp Exposed? Ja. Okay. Also wie viel? 5, 11. Auf die 2 in Service 6? Ja. Das waren jetzt wie viel? Gott, ich muss mal meine Würfel zählen, bevor ich solche Würfel mache. Ein Schaden. Dann schieße ich den hier, weil Decken ist eh egal bei mir. Also, 2 Leben dann noch, ne? Ja. So, dann muss ich erst die machen. Ja. Weil, also die sehen auch den, der ja. Sieht auch, ist egal. Die Reihenfolge ja. Ist komplett egal an dem Punkt. Den ja. Auch Charaktere in diesem Trucks. Egal. Egal ist nicht, weil hier eigentlich noch eine Wand ist. Ja. Genau so. Das ist die Frage, mit wem du zuerst schießt. Die schießen zuerst? Aber das kann man immer noch schießen. Das ist die Frage, macht der da genug? Könnte ich versuchen. Ist dann besser. Also Pistolero. Pistolero. Und zieht da nichts mehr, genau. Ja, kann auch da schießen. Also ja. Die können aber auch, das können auch alle. Ja, die können. Nee, die können nicht gut da schießen, dann mach ich mit dir. Ja. Und jetzt das? Gut. Ja, alles da rein. Ja. 1, 2, 3. 2, 3. Zuerst machst du was? Die schweren. Okay. Die haben jetzt Damage 2, weil sie nicht überall. Ja, reicht glaube ich für 2 Modelle. Mal gucken. Die haben Rerolls. Die haben 1er Rerolls haben sie bekommen. Okay. Und treffen wir aber auf 4 oder auf? Auf 3 bei Crossfire. Okay. Dann machen wir 2. So, auf die 3. Stärke 6, plus 1 zu Hund. Dem habe ich hier keine 1er. Also 4 mal, minus 2, Damage 2. Erster tot. Das cockt.
Erster tot und der andere hat noch ein Leben. Mhm. Dann haben wir jetzt hier auch 4 Webber. Yep. 4W3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und die Pistole 7 mal. Auf die 6 sind 5 haben die, ne? Ja, das sind 5. 6 sind Mortals, eine Mortal. Mhm. Könnte reichen. 5 mal 4 noch Pain. Geht durch. Tot. Geht durch. Okay. Gut. Ja, die müssen bloß an so einem Save. Also gut, so hast du die ganze Truppe drauf geschossen. Ja. Das ist okay für mich. Also hätten die jetzt den nicht geklärt, was. Also die hatten eine gute Chance, aber wenn die jetzt noch ein paar 5 mehr gehabt hätten, ja, das wäre echt ein Problem gewesen da hinten. Logisch. Jetzt habe ich hier noch ein bisschen Shooting, das ist nicht schlecht. Ja, ja, der hat jetzt nur noch ein Ziel. Ja. Er schießt also auf sein Ziel. Jo, mit minus 1. Genau. Richtig. Auf die. Auf die 5. Auf die 5. Großes Problem, große Waffen, genau. Mhm. Einmal. Ja. Auf die 3. Auf die 3. Ja. Nee. Stubber, weil. Ich glaube, Stubber sogar. Ne, hat 3, ne? Ja. 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 Nichts. Ja, alles gut. So. Jo. Getroffen hat er, ne? Hat er einen Schuss getroffen von dem Großen, nur nicht gewundet. Ja. Also dann hat er den, falls es relevant wird. Okay, ja. Wahrscheinlich nicht. Ja, jetzt schießen die auch alle wahrscheinlich einfach da rein, ne? Der toucht das hier, das heißt, er könnte du auch. Du wolltest erst mit den Pistolen rein schießen, weil der Pistolero rein wollte. Genau. Ja. Und ich habe. Diesmal ist er in der Zone drin, das heißt, er könnte die auch sehen. Tisch. Das haben wir dieses Mal bedacht. Der. Shit. Pistolen auf den 5er-Skript. Auf die 2. Ja. Treffen alle. Ja. Dann nochmal 6 Schuss mehr. Natürlich. Dann auch alle. Stärke? Stärke 5. Auf die 3. Auf die 3. 6 sind Mortals. Oh. 3 Mortals. In Addition aber, ne? Ja. Oder unended, oder wie? In Addition. Okay. Wie beim Sniper quasi. Dann AP? 6 mal AP 1. Okay, dann wie viel Schaden? 1. Okay, dann mache ich erstmal 6 Saves. Ganz dumm. Yep. Also ich mache Fast Dice hier. Einer tot, einer halb tot und wie viel? 3 Mortals, ne? Ja, genau. 4 No Pains. 2 Mortals, also genau 2,5 tot. Okay. Dann nehme ich den und der ist angekratzt, der andere. Dann steigt er hier ein. Ja. Dann haben die einen Crossfire-Marker, glaube ich, bekommen jetzt. Korrekt. Dann schießt der Truck auf sie. Er muss auf jeden Fall noch einschießen. Auf jeden Fall, genau. Fängt um Stubber an, weil einer angekratzt ist. Jupp. Trifft. Einmal, Check 4, ja, einmal. Mit nichts. Ha, geht durch. Gestabbert. Bam. Die Kanone im kleinen Profil, weil es reicht. Auf die 3. Weil es reicht. Ja, weil ja, ja, kein Unterschied. Also nicht besser, also besser wird so. Auf die 3. Dreimal. Dreimal AP 2, damit 2. Mhm. Erster tot. Hält. Hält. 5 wäre nice. Und eine 5 ist da. Dann lebt der letzte noch, der Chef. Hat sich hier vorne eben einen entfernt? Ich habe eben einen entfernt, ja. Der war, noch in Range eben, ne? In 6 Zoll hier meine ich. Schießt doch eh alles gleichzeitig. Ja, ja genau, ich wusste ja nicht mal, ob er quasi durch den anderen, aber ich glaube, hier war einer noch. Ich weiß nicht, ist auch egal. Eine Sprengladung. Ja. 2 Schuss. Mhm. Auf die 3. Auf die 3. Muss ich den jetzt CP'en? Der hat kein Obsec, ne? Also, ist halt ein Modell. Ist ein Obsec, ist halt ein Modell. Wie viel AP? 3. 2. 3. 3. Wie viel Damage? Ja, 2. Ja. Mach mal. Das ist die 5. Ja, steht. Da hast du die. Frech. Ja, geht wahrscheinlich Moral, ne? Aber ja, wär cool. 9 Moral haben wir, glaube ich. 8er? 8er, 9er? Der hat geschossen. Der hat geschossen. Die sind alle durch. Die haben keine Ziele. Ja, alles klar. Shooting. Der kommt da nicht dran. Nicht mal dran, kann er nicht mal antragen, genau. Nee. Der kann nicht durchfahren, deswegen kann er auch nicht. Ja. War das das? Das war's, glaube ich, ja. Ja, ich mache einen Devo-Push, wie erwartet. Mhm. Mach's wieder hier. Hier wieder, ja. Ja, und dann kommen wir gleich zurück. Hier. Mhm. Ein TP dafür aus. Kriegst du mehr als einen darauf? Ich gebe den Obsec, also. Ah, okay. Ja, weil ich möchte hier gerne hinten hin, ja. Mhm. Also ich mache das gleiche, was ich eben gemacht habe. Ja. Ich gebe jetzt erstmal einen TP aus und dann werde ich wahrscheinlich noch einen. Ich glaube, eben habe ich 2 drauf gekriegt, wird jetzt wahrscheinlich auch so sein. Also er hat da Battlefield Data natürlich gemacht. Ich habe hier Devo Push gemacht, habe 2 drauf gekriegt, spielt aber keine Rolle, weil ich wahrscheinlich eh Obsec anmachen werde, weil ich das hier penetrieren möchte, den Marker, um ehrlich zu sein. Ich habe die so gelassen, dass hier gleich noch Buffs fliegen können und dann kommen wir gleich zurück. Ich werde jetzt hier relativ aggressiv, glaube ich, mal reingehen. So. Und dann schauen wir mal, was jetzt passiert. Ich muss jetzt auf jeden Fall... Dann kriegst du wieder 8, ne? Ich krieg wieder eine 8. Runde, ja?
Genau. Das ist so, kriege ein CP. Mhm. Und guck mal, was ich jetzt so mache. Hier muss nämlich jetzt einige sterben. Ich weiß nicht, ob ich in Hover-Modus gehe, ob ich versuche, die Charaktere langsam rauszunehmen. Ich habe nämlich leider auch Assassinate. Leider Gottes. Aber ja, irgendwas ist immer, ne? Jo, jo, bis gleich. Ja, also wie gesagt, ich bin hier hingeflogen, will den natürlich mit meinem Dings töten. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob ich noch ein anderes Ziel irgendwie hinkriege. Ich könnte erst die töten, aber da will Helbrecht reinchargen. Ja, hier, die haben die Buffs gekriegt, Mortal Wounds sind nicht durchgegangen, also nur die Bones of Mordred, das ist sehr, sehr ärgerlich. Die wollen hier einen 6er Charge machen, da ist es ein 6er Charge, die gehen durch die Wand und chargen und ja, dann kommen wir mal zum Beschuss, ne? Mhm. Zwei Flame Pistols hier rein und drei normale Pistols. Jo. Flame Pistols für D6, das sind 7. Mhm. Stärke 3 nur. Jo, 6. Das sind 3 Stück. Jo. Minus 2, weil es dritte Doktrin ist. Die haben minus 1 von Haus aus. Jo. Also auf die 4. Bei ihm? Ja, weil ich minus 1, minus 2 rein reduziere. Achso. 2 Schaden. Dann 3 normale Pistolen treffen. Reroll von Chapter egal. Master. Ja. Ne, ist nicht egal. Ah, der hat getroffen, der nicht. Ja, genau. Nö. Nee. Okay, Helbrecht mit seinem Melter da rein auf die 3. Mhm. Jupp. Nö. Nee. Dann 2 Melter hier rein, 1 Melter da rein. Mhm. Kriegen dann aber nicht die vollen Schuss. Ne? Oh, das ist nervig. Ja, ist dann so. Scheiß drauf. 3 Melter treffen. Mhm. Verwundet nur einer? Ja. Dir? Hat AP 4, ne? Ja. Ja. Ich glaube sogar 5 gerade, weil es so. Ah, ne, ist ja nicht. Bin ich mein Assault kriegen. Achso, ne, der Klebkatsch ist ja gerade gar nicht. Geht, also D6 Damage. Ja. Für 4. 4, also 3. Ja. Stimmt, der ist ja gar nicht der andere. Aber ich habe den Obsack gegeben, also ja, genau, richtig. Mhm. Ja. Dann der andere Melter auf das letzte Fahrzeug trifft. Verwundet. Jo. Direkt Schadenwürfel, ne? Genau, dann der ist halt ein Lebenspunkt. Ja. Also, achso, ja, D6 plus 2. Genau. Jetzt die 1, ja, bitte. Also kann man nicht. Also, sorry, haben wir nicht gesagt, ja, kann man neu würfeln. Also, ich hätte jetzt erst Explosion gewürfelt, aber. Okay, ja. Na, ist okay. Neu. Also, Expediter. Nein, stirbt der Charakter. Nein. In 3 Zoll, ne? Ja. Hier eine Granate, ja, alle Pistolen und den Holy Orb schmeiße ich gleich auch noch. Kann ich hier noch was schießen, wenn er hier aussteigt? Ja, da steht dann da halt nicht mehr Protected, ne? Weil das ja, aber also hast du noch was, was ich schießen kann gleich, diese Runde? Die? Die. Mit Pistolen? Jupp. Yep. 2 Leute, 2 Pistolen. Ja, okay. Ja, ist okay. Mach ich aber nicht. Na, das ist gut. Ja, dann geht die Granate und alle Pistolen in das Bike. Mhm. Und die Holy Orb geht auf deinen Kellermorph für Fight Last. Auf die 2 plus kriegst du noch, ja, die 3 Mortal Wounds. Ja, die 3 Mortal Wounds für 3. Das ist leider nicht Psyphase, ne? Nee. Ehrlich. Und Fight Last hat er auch, also kannst du ihn, ja, unterbrechen. Dann eine normale Granate noch. Trifft nicht. Dann 4 Pistolen. Zweimal. Minus 1 auf dein Bike. Spike. Ja. Minus 1 Wert hast du drin gehabt? Nein, muss ich nochmal würfeln. Ja. 4 Pistolen, genau. Guckt. Ja. Einmal minus 1. Minus 1 wenig, ist egal, geht eine Wunde. Okay, ja, alles klar. Rudi. Dann schießen wir hier auf den Charakter. Die Plasma-Waffe, glaube ich, da oben einfach mal rein. Plasma hier rein. Bolter hier rein, Stormstrike hier rein und die Fragstorm da rein. Mhm. Plasma. Jo, die Missiles hast du immer, ne? Ja. Sind keine. Ja, sind nicht, jo, mehr runter. Drei Liner. Jupp, trifft alle. Auch auf die 4. Und verwundet 2. Ja, ist er tot, ne? Ja, ist er direkt tot. Und dann 2D6 mache ich direkt 12 Schuss da hinten rein. Mhm. 4, 6, 8, 10, 12. Auf 3. Und auf 3, ne? Ja. Einfach mal 11 getroffen. Und 9 verwundet. Achso, ist egal. Ich würfel mal 6 und nochmal 3. Ja. Sterben 3. Ja. Sterben 5. Okay. Ist okay.
Ja, dann kommen wir, glaube ich, schon zu Charges. 6 Zoll da oben. Das ist eine 9. Double Charge natürlich, musste ich, glaube ich, sogar. Ja. Sonst kriege ich die gar nicht rein. So, dass ich gleich noch mit Consolidated Pile in deinen Trupp wieder reinkomme. Ja. Dann, der hat auch Fight Last, da kannst du das nicht unterbrechen. Da bin ich hier vom Objective, das ist natürlich super ärgerlich. Die sind Advanced, ich muss den, glaube ich, mitchargen tatsächlich. Helbricht, nee, ich mache erstmal den Charge, der ist am wichtigsten. Ja. Jo, machen sie, mit einer 7. Gut, dann Helbricht da unten rein. Macht da, mit einer 6. Ich mag das, ich mache heute die Bewegung gleich. Ja. Die da oben, ja, stehen direkt in der Ecke mit einer 8 und die Melter werden auch noch reinchargen. Mit einer 4 weiß ich eigentlich, ob ich das schaffe. Ja. Aber könnte ich rerollen, wenn ich Rechtempler bin? Rollen einfach den Zauber. Ja, ich versuche trotzdem mal eine 6. Okay, dann mache ich mal die Bewegung und komme gleich zurück. Model, der von Haus aus Model hat. Ich kann hier unterbrechen und eine Sprengladung im Nahkampf benutzen. Was heißt das? Das heißt, ich habe W3 Schuss-Sprengladung quasi im Nahkampf. Also drei Modelle sterben eventuell. Nee, das heißt, ich habe W6. Also ich habe W6 mal auf die 2 plus Stärke 8 AP3, Damage 2. Kostet mich 3 CP im Ganzen mit unterbrechen. Könnte ich aber machen. Wäre es mir vielleicht wert, meinen Charakter zu retten. Boah, dann mach das. Musst halt alles treffen, alles verwunden, ne? Ja, es reicht ja, wenn ich 2-3 töte. Das reduziert den Schaden. Ja, aber er hat noch 2 Leben. Aber ich kann aber noch 3 hier stehen, die ich übertragen kann. Und ich habe 4 Retter. Also, muss ich gucken. Ja, irgendwas ist immer. Ja. Ne? Aber wenn du 3 CP... Ich muss hier zuerst kämpfen, weil wenn die stehen, dann habe ich ein Problem. Also, ich habe hier explodierende 6 angemacht. Einer kann für die Kohärenz nicht kämpfen. Ich würde mit dem Hammer einfach erstmal anfangen. Okay. So, 5 Attacken im Charge, dank der Litanei. Alles wiederholen. Muss er auch. Explodierende 6, das heißt, ich lege die 6 wieder rein. Und auf 3. Jupp, 3 mal. Minus 3 jetzt. Hat er da noch einen? 6. Damage? 3 Flat. Dann sind wir in 4 durch. Ja, dann ist er tot. Das ist gut, sonst hätte er nämlich gescored. Ja, dieses Moro ist nicht wert. Expediter. Ja, 4-3, glaube ich. 2. Ja, passiert eher im Anschluss, also passiert eher alles gleichzeitig. Halte ich eine von, also stirbt nicht mal einer. Ich den hier natürlich, kann er eh noch konsolidieren gleich. Dann schlage ich mit meinem Mortal Wounds zuerst zu. Also die Letter Nice ist ja leider nicht durchgegangen, aber er hat ja trotzdem Bones of Mortal. Das ist ja 7 Attacken mit der Klaue. Jo. Ne, mehr, warte. 3 Attacken Baseline, 4 im Charge, 5, 6 durch 2 Klauen, 7 durch die Letter Nice. Ja. Explodierende 6, ich reroll alles, keine 6 dabei, das ist ärgerlich. Immer noch keine 6 dabei, trifft aber alles. Jetzt auf die 3 wahrscheinlich. Ja. Alles wiederholen. Ich brauche eigentlich Mortal Wounds. Warum? Ich den Trupps noch nicht kaputt kriege. Ja, reicht nicht, geht mir sogar noch eine flöten. Dann musst du jetzt erstmal 6 mal saven. AP. Minus 3. Minus 3. Also sind 6 weg, ja. Ja, noch eine Mortal Wound. Wer kommt, also wer ist danach noch? 2 mit Schwert noch. Also der noch und der noch. Ja. Der eine nicht. 7. Okay. Volle Rerolls. Explodierende 6. Also meine 6 sind echt überschaubar in dieser Kampfphase. Wieder nur eine dabei. Nicht freudig. Ich glaube, ich habe nur 3 6 gewürfelt. Aber. Habe ich eben vergessen. Also. Die auch wahrscheinlich. Toughness 3, ne? Ja. 2, 4, 6, 8, 9 nochmal wegnehmen. Und Mortals? Nein. Nee. War nur die Klaue. Deswegen wäre die Litanei durchgegangen, wenn es noch 3 Mortals gewesen. Ding ist halt, jetzt konsolidiere ich halt zur nächsten Einheit. Das sind jetzt die. Ja. Und jetzt komme ich halt hier drauf. Ja, aber das ist ja egal. Also. Nee, ist es nicht. Weil Helbrecht kann er auch noch aktivieren, quasi. Ja, genau. Genau. Also ich gehe ihn eh nicht. Und was du nächste Runde machst, ist ein nächste Runde Problem. Ja, ist okay. Also ich gehe hier natürlich. Komme ich in 3, 2 wahrscheinlich sogar hier hinter, würde ich behaupten. So, aber die sieht man trotzdem, ist okay. Willst du unterbrechen überhaupt, bevor ich hier irgendwas mache? Ja, das ist meine Frage, was haben die an Waffen jetzt hier? Ich gebe insgesamt 3 CP aus. Und schießt eine Frag Granate rein, oder? Genau, ich benutze als Nahkampfwaffe halt, nee, die Demolition Charge. Hat er also den die noch? Bombe. Okay, ja, der hat den, der, genau, sie hat er. Ja, okay. Ich gucke, ob ich 1 CP wiederkriege. Ja.
Also, hast du nicht einen dieser Battle Round schon bei dir wieder bekommen? Du hast angefangen. Ah ja, stimmt. Ja. Doch, ja, richtig. Genau. Ja. So, habe ich wieder ein. Ja. Kann relevant werden. So, die W6, die sind wichtig. Ein. Tja. Könnte ich rerollen? Bin ich jetzt schon super committed? Ist das besser? Ja, ich committe jetzt. Ich CP reroll die Anzahl von Schuss. Zwei. Okay. Genau. Triffst auf. Was trifft er da jetzt? Auf zwei, automatisch. Okay. Auf die drei. Ja, eine. Einmal. AP? Drei. Und das ist die fünf. Ja. Da haben wir es. Gut, also ich würde hier zuerst kämpfen. Das ist Helbrecht. Ich habe eine Attacke zu wenig gemacht, muss ich gleich nochmal neu machen. Und auf zwei. Dreimal geht direkt durch, drei Flat Damage. Jo. Ist da hinten die ersten zuerst. Viermal Klaue, ne? Drei Attacken im Charge, eine Klaue, zweite Klaue, fünf Attacken pro Marine. Das sind 20, 21 Attacken dann. Weil der eine nicht schlagen kann, ne? Ja. Wobei, eigentlich muss ich committen. Eigentlich muss ich, ja komm, ich committe. Also insgesamt 26 Attacken. Jo. Ich nehme es jetzt mal für die Würfelei weg. Jo, das mache ich zweimal. Das war von vorher, glaube ich. Und auf drei. Volle Rerolls, weil es Doppelklaue sind. Doppel Reroll, das ist der erste Schwung. Das sind schon mal 3, 6, 8 Stück tot. Okay. Minus 3. Minus 3, ja. 9, 12, ne? Und 26. Nicht 2 mal 12, 2 mal 13. So. 5 mal 5 plus 1. Das war nichts, das war nichts, das war nichts, das war nichts. 4 eben, glaube ich. Ich würfel den nochmal mit. Ja, dann nochmal 3, 6, 8 nochmal. Nochmal 8? Ja. Mit einem Consolidate, mit dem letzten Modell gleich an deinen Trupp dran komme. Ja. Der geht hier irgendwie so zwischen. Die halten die Kohärenz. Da schlage ich mit 4 Leuten in den Typen rein und mit einem in deinem. In deinen Biker. Ja. Der eine in den Biker. Ist das der Captain? Nee, ist es nicht. Trifft. Und verwundet einmal nur mit minus 3. In den Biker? Ja. Minus 1 zu Hit, hast du gedacht? Ja, die haben E-Hammer. Okay. Und hier war das Kettenschwert auch noch hinterher, falls es trifft. Also einmal, minus 3 reicht schon. Achso. Achso, die haben Vierer. Ja. Ja, okay. Toughness 4 auch, ne? Ja. Dann haben wir es richtig. Okay, dann die anderen, also der Captain hat 3 Attacken, 4 im Charge. Die anderen haben 3. Der ist auch minus 1 zählt, ne? Der Killamorph. Der heißt Patriarch und nein. Killamorph, Patriarch. I don't know. Das geht raus. Toughness? 5. Oh, das ist schon. Dann leider nur. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, ich muss einen rerollen. Kann ich mir das erlauben? Weiß ich nicht. Du hast mehr CP als ich. Ich muss den rerollen. Ja, dreimal. Hab kein CP mehr. Jo, auf die 4. Hält er 2. Ja. Auf die 3 plus wird das gerne einen Boy weitergeben. Oder nicht. Scheiße. Da überlebt er das. Online. Genau. Ja, ich konnte die Rakete ran. Ja, ist klar. Ja, ärgerlich, sehr, sehr ärgerlich. Aber muss ich probieren, dann gehen die hier ran. Also nicht hier raus natürlich. 3 Attacken jeweils und eine für den Chef. Ach, das war dumm. Scheiße. Was denn? Ich hab vergessen, dass die keinen Banner haben, wenn ich auch den das Zuschlagen der verhindern kann. Dann 2, 4, 6, 7 mal minus 1 wegen letzte Doktrin. So, 7 mal minus 1, minus 1 ignoriere ich, also auf die 5. Ich habe gerade echt von 14 Attacken nur 3 Wunden gemacht, ne? Auf könnte den, sein, ja. Richtig schlecht, ey. Jo, damit ist der Trupp auf jeden Fall weg. Ich mache Direct Assault und Shock Tactics. Und eine Menge Prisoners, glaube ich. Jo. Und ich krieg jetzt ein CP. Ja.
Oh fuck, die Prisoners habe ich jetzt nicht mitgezählt. Aber das kriegen wir, glaube ich, raus. Ja, das kriegen wir raus. Du hast ja irgendwie ein paar wiederbelebt, sechs Stück gegeben. Ja. Moral müsstest du bitte noch ein paar Mal machen. Ja. Da oben auf jeden Fall sind ein paar gestorben. Ja, genug. Ja. Jo, machen wir gleich. Und da vorne. Ja. Okay. Gut, da geht einer. Ja. Drei auf die 1 und 2. Die bleiben stehen. Ja. Hier geht einer und dann haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mhm. Es geht 17. Noch 1, 2. Warte mal, ist der. Ah, der hat überlebt, ne? Ja. Du darfst auch noch kämpfen mit dem. Da geht nur einer. Also. Ja, verstehe. Genau. Gut, und du bist nicht mehr in einem Zoll von denen jetzt, ja, ne? Wahrscheinlich. Ging nur einer, da geht einer hinten. So. Halt ab. Jo. Auf die 2. 6 explodieren doppelt. Jo. Raus. Auf die 3. Ja, besser wird's nicht. Alle. Ja, brauchst du den Minus nicht. Also einmal minus. Ah, 7. Ich muss meine Kettenschwerter noch machen. Ja. Fuck, ich habe nicht einmal gemacht. Warte. Mhm. Erstmal, das sind noch 4 Attacken im Kettenschwert. Ja. Treffen 2. Verwunden 2. Mit minus 2. 4 plus Retter. Einer und noch einmal auf den. Hätte ich jetzt, also ich. Ja. Der wäre noch nicht weg. Ja, genau, richtig. Ja, dann tippt jetzt hier ein anderer. Muss noch einen mitnehmen. Ja. Die haben wir es nicht vergessen und dann muss ich 5-mal saven, ne? Genau. Erster tot, zweiter Held, tot, tot, Held. Jo. Dann nehme ich natürlich die beiden weg. Jo. Und ich glaube, ich habe 3 verloren. Mhm. Ja. Nö, passiert nichts. Jo. Okay. Jo. 52 Punkte Prisoners gemacht. Auch ein bisschen schwierig. So, also er hat jetzt eine Führerrunde nur gemacht. Mhm. Ja, muss ich mal gucken, ob ich dich da irgendwie schaffe, im Nahkampf zu halten. Aber du smitest mich halt ohne Gnade. Ja, kann ja auch Vorweg und alles machen. Achso, wegen mit dem Dings. Ja, ja, richtig. Mhm. Ich überlege gerade, ob ich den TP dann wirklich ausgeben sollte. Aber ich glaube, das spare ich mir tatsächlich. Aber dann ist das halt so. Mhm. Mein Gott, irgendwas immer. Ja, shit, ich hätte die CP jetzt so rauchen können, die 4. Ja, glaube ich. Ich hätte auch ihm regenerieren können für 4-3, für ein CP. Und das wäre wahrscheinlich sogar besser gewesen am Ende des Tages. Ja, voll. Also, ich hätte halt auch ich war dann halt gierig, habe schon 3 committed. Den letzten hätte ich mir sparen sollen. So, ich hätte es jetzt nicht machen sollen. Es war ich. So, da kommen wir 6 wieder. Ja. 4 Stück? Ja. Ich glaube, es sind zufällig die schweren Waffen. Oh, verstehe ich gar nicht. Weird, ne? Ja, genau. Richtig. Und, beim anderen Trupp. 4. Ja. Oh, da wurden ein paar Webber. Noch 1, 2, 3 Webber habe ich noch. Ein Webber. Dass ich dich natürlich jetzt auf eine 4. Runde drücken konnte, war ultra hilfreich auf jeden Fall. Ja. Und dann gucken wir, was passiert. Machen alles dann. Klar, dann ich habe ihn zurückfallen lassen. Hier ein paar wiederbelebt, jeweils 4 pro Trupp, sehr ärgerlich. Da hinten sind irgendwie 9 Symbianten gekommen oder 8. Da hinten machen sie Niffel im Data, ist okay. Und dann, ja, machen wir Sachen. Jo. Das jetzt hier drauf. Schießen wir ein bisschen. Ja. Machen wir das doch zuerst, oder? Ja. Alles klar. Ja, die schießen hier. Ja, was ist das jetzt alles? Die 4 Seismic Cannons ja. Und dann noch 4 Shotguns auf die 3. Eins sind Reroll, weil sie in der Aura sind. Starker Wurf. Jo. Auf die 3. Das ist nicht. Immer noch 1er Reroll. So, den würfel ich neu, weil ich den immer gewürfelt habe. Immer noch super solide. Auf jeden Fall. 9 mal minus 2, Damage 2. So, ich mach das mal auf den Cover. Mhm. Nee. Was dann? Nee, kann ich nicht ignorieren. Alles gut. Weil das sind, die kriegen tatsächlich Cover. Ja, ja. Also. Wie viel Schaden ist überhaupt? 2. Ja, okay, dann sind die beiden tot. Mhm. Sind schon tot, ne? Ne, einer lebt noch. 1, 2, 3, 4, 5. Was für eine Rüstung haben die? 3er. Achso, dann wäre die 4 ja auch schon tot, oder? Also jetzt auf jeden Fall. Jetzt sind die aber ich halte ja genau. Die. Achso, ja genau. Und ja. Den Cover, ne? Also. Ah ja, ja. Mhm. Jetzt sind sie tot, okay. Weil die kriegen den Malus nicht. Ja, gut. Also da war deine Sorge etwas. Mhm. Ja, aber es ist halt, wenn die, ich habe jetzt gut gewürfelt, wenn die halt ein bisschen swingy ist und das ist halt, also einer von den Typen macht halt echt was aus, wenn er stehen bleibt, so, und da ist halt. Ich hoffe, ihr hört mich, Leute, aber mein, ich wundere mich, warum mein Mikrofon nicht an ist, aber das Stromkabel ist rausgeflogen. Okay, ja. Gut, der Killamorph schießt auf die komischen Jetpack-Typen hier. Auf die 2, weil der Killamorph ist. Keine 6. Und ist bei Wunden wichtig. 4 Treffer, nochmal 4 Schuss. So. Jetzt müsstet ihr mich wieder hören. Jetzt Stärke 5, auf die 3. 6 sind Mortals. Eine Mortal und 4 Rüster. Minus 1. Minus 1? Ja. Wie viel Schaden machst du? 1. Erster Tod.
Vieren kann ich anscheinend nicht. Wie viel rüst du noch? Das war's schon. Okay, jetzt ist, also zwei sind tot und eine Mortal, die halte ich auch nicht. Nee. Boah, das ist schlecht gewesen gerade. Dann nehme ich die natürlich weg hier. Jo. Ja. Dann geht er nach hier. Ja. So. Okay. Genau, die haben wir übrigens. Oh, sorry, ich habe vergessen, meine Psychic Phase zu machen. Dann mach die doch. Zaubern. Was soll ich denn zaubern? Minus 1 Armor auf die hier. Mhm. Ja. Ja. Geht durch. Okay. Oder das brauche ich nicht. Brauche ich nicht, ja. Der kann auch noch einen, glaube ich. Nee, er castet. Ah, der kann auch noch einen erstmal. Ja, auch zwei, genau. Ja. Er castet plus 1 Attacke auf die Symbionten. Ja. Das macht Sinn. Auch eine 6, glaube ich, auch. Geht nicht. Hat er nicht. Kann ich mir nicht erlauben. Ja. Top 1 CP. Gut. Er hier castet seinen Psychic Blast, also auf die hier. Ja. Braucht eine 6. Ja, versuche ich dir zu bannen mit Grimaldus. Mit einer 11 banne ich dir das. Mhm. Easy. Und dann castet er noch seinen anderen komischen. Alter, kriegt das hier alles kaputt. Auf die 5 plus. Ja. Ist das besser? Ja, ich will eher den Darsteller. Also auch auf die. Normaler Smite geht aufs nächste Ziel. Ne? Nee, genau, das ist jetzt der, wo er 4 auf die 5 plus würfelt. Okay, ja. Mhm. Geht durch. Viermal. Und wenn einer ausgeschaltet ist, kann ich nochmal würfeln. Bisschen albern gerade, ne? Ja, das klappt. Ja, einer stirbt. Einer tot. Und dann würfel ich nochmal einen weniger wieder auf die 5 plus. Mhm. Ja. Halte ich beide. Ja, okay. Fair. Bisschen albern also unsere Würfel. Also 5 plus sind wir generell ganz gut dabei, ja. Finde ich. Genau, Chancen hat. Das ist so, richtig. Ja. Die schießen all ihren kleinen Klödelkram auf den. Ja. Und die Webber. In die Vanguards wahrscheinlich, was anderes dürfen sie nicht sehen wegen was der Kante. Stärke haben die hier? Toughness 5. Aber die dürftest du wegen der Kante, die geht doch bis hier eigentlich nicht sehen, oder? Die Kante? Achso, ja, steht. Also die, hier. Die, ja. Also die, da kann ich reingucken und die sind dahinter. Ja. Das müsste gehen. Die haben halt 3 Leben, genau. Die anderen würdest du. 5, Toughness. Ja. Die anderen würdest du mit Toughness 4 und tatsächlich 2 Leben direkt töten. Stärke haben die aber auch. 5. Wegen den Stärke, komischen Stärkewaffen. Haben die Stärke 4? Nein, 4. 4. Ja. So, fangen wir mit den schweren Waffen an, also die Seismics. Ja. Den Trupp hier. Ja. Auf die 3 bei Crossfire, 1er Reroll. Ja, warum haben die Crossfire nochmal? R. Achso, ja, okay. Ja, mehr als 5 Treffer hatte. So. Generieren die zusätzlich generierten Treffer auch dazu? Ja, also es muss halt nur mindestens 5 Treffer mit Stärke 1 sein. Oder aber die, der zusätzlich sein. Generiert durch seine Trade zählen auch dazu. Ja. Okay. Mhm. 1er Reroll haben sie nicht. Mhm. 6 mal minus 2. Flat 2, ne? Flat 2, ja. Erster Tod, zweiter Tod, dritter Tod. Das war für Ambush wichtig. Dann 2 Webber in die Typen. 3, 4, 5 mal. Ich checke 4, dann ist 5 und 6 sind Mortals. Eine Mortal. Mhm. Halt ich. Jo. Und in den hier 2 Webber und die Pistole. Und 6 und 7 und die Pistole. 5 und 6 sind. Also, 3 Mortals. Halt ich. Hat noch ein Leben. Noch ein Leben und dann hier die ganzen Shotguns. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6? 12 Schuss. Okay. Mhm. Also, doch, die müssen nicht. Okay. Ja, auf die 4. Einsame Jules habe ich. Das haben wir egal. Und auf 5. Checke 4. Achso. 4-mal. Kann ich 4 rein? Was müsstest du denn, wenn der stehen bleibt, noch machen? Kannst du da überhaupt noch was reinballern dann? Ich müsste potenziell hier was chargen. Ja, ist er tot. Ist er tot. Ist okay. Ja. So, Dann roll ich nichts. Das war mein Shooting, glaube ich, ne? Ah, nee, da habe ich noch was. Von drin, der Typ schießt. Ja, was kommt da? 15 Zoll. Das ist eine Reliktpistole. 2-mal minus 2 Damage 2. Geht durch, wird auf 0 gesetzt. Ja. Und geht durch, einer tot. Ja. Und die anderen 2W3. Ja. 2 Stück. Mhm. Auf die 2. Einmal. Auf die 2. Ja. Nichts. Okay. Dann schießt das Auto noch. Ach, das kann auch noch. Ja, ja. Hätte vielleicht auch minus 1 Stück. Ist egal, habe ich jetzt nicht. Stimmt, habe ich nicht dran gedacht.
Hätte ich mir das nicht. Jetzt kannst du das Auto. Ja. Weil ein Modell gestorben ist, oder wie? Weil ich einen Hit hatte mit Stärke 2. Viermal auf die 3 jetzt. Stärke 7, glaube ich, auf die 3. Einmal minus 1. Geht durch. 2 Damage. 2? Ja. Hat alles 2 Damage von dir, okay. Nicht alles, das ist eine Autocannon. Okay, ja. Trash Autocannon. Und ein Starbar, weil wir ihn haben. Ja, okay. Ein Schaden noch. Die da stehen aber noch auf dem Objective. Ja. Außerhalb von Range. Ja. Gut. Ist das noch sticky gerade? Nee. Ja. Doch, ist es? Ja, ich habe Obstack angemacht mit den Jungs. Shit. Mit den Schwertbrüdern, um dich hier zu drücken. Das habe ich irgendwie verbaselt. Aber ich habe auch nicht so richtig die Tools gerade auch darauf zu stellen. Ja. Ah, das ist doof. Gut, dann Charges. Jo. Wo kämpfst du zuerst? Also hast du ja nur den. Ja. Ah ja, ich mache Devo Push natürlich. Mache ich aber gleich, wenn du durch bist. Das spielt für das keine Rolle. Ja. Ich mache es hier unten gleich. Achso, du bist eh dran. Also, ja, ich will trotzdem Movement haben mit denen. Okay. Weil, damit ich gleich da reinkomme. Ja, ja. Udi, ich weiß nur noch nicht mit was. Ich glaube, wir hinten ziehen wir erstmal rein. Ah, ist egal. Was wir noch machen? Toughness hast du? 5. Retter haben sie auch, ne? Ja. Ja, ist egal. Ich glaube, ich mache erst die Symbionten. Ich kann halt unterbrechen, ne? Ja, genau. Nee, kann ich nicht, ich hab nur 1 CP. Vergiss es. Bis zu 18, 218. Das ist so. Auf die 2. Warum treffen die auf 2? Weil sie sind ja auch so. Einfach so. Und auf 5. Auf die Hünden. 1, 2, 3, 4, 5 mal. Mhm. AP? 4. Okay, erster Tod. Keine einzige 5. Okay. Zweiter noch ein Leben. Das waren die Wunden jetzt, ja. So, 1, 2, 3 nur. Okay. Tot. Dann nehme ich dir aber natürlich den hier weg, weil du den Typen, glaube ich, nicht mehr in Nahkampfreichweite kriegst jetzt. Ich kann auch peilen. Ja, aber du kriegst ihn dann nicht platziert mit seiner Base. Also konsolidieren kannst du, du musst aber zum nächsten Modell hin konsolidieren. Das heißt, du würdest dich maximal weiter zuziehen. Ich kann keinen ersten Erst 2-2, ne? Richtig, genau. Ja. Ich glaube, es reicht nicht. Ich glaube auch nicht. Guck mal. Also ja. Der kommt auf jeden Fall easy hier rein. Ja, genau. Du musst auf jeden Fall näher. Genau, check. Boah, schon nicht, irgendwie. Nicht Curls, ja. Ja, genau. Okay, ich hasse die Bases. Auf die 4 plus Wirbel einfach. Ja, bitte. Was sagst du? Auf die 4 plus geht's und auf die... Auf die 4 plus geht's, okay. Ja. Nee. Nee, okay. Und 4. Treffen. Was hast du für Toughness? 4, ne? 4. Dreimal bitte minus 1. Ich habe gerade irgendwie noch was in den Nahkampf getötet. 3 haben wir jetzt gerade auf Kamera gewürfelt. Weil ich kurz an die Tür musste. Und, du machst auf jeden Fall Direct Assault, ne? Ich könnte noch was anderes machen. Ich muss mal gucken, was mein Scoring gerade sagt. Und dann entscheide ich mich, was ich hier für Strategien noch zünde. Also machen wir erstmal dein Scoring. Was hast du jetzt alles geschafft? Du hast Ambush wahrscheinlich wieder geschafft. Ja, für 4. Du hast Nephilim geschafft. Genau. In deinem eigenen jetzt, ne? Mhm. Warum hast du dann noch bei 0 auf mich? Und da hast du es gemacht. Und im ersten Zug hast du es da unten gemacht, ne? Genau, ja. Okay. Jetzt hast du es auf jeden Fall da oben gemacht. Mhm. Dann hast du Direct Assault gemacht für 3. Ja. Hast du die Vanguards getroffen? So, ich score jetzt aber tatsächlich im Moment noch. Also, wir kommen jetzt zu mir, ich kriege 1 CP, hab wieder einen. Mhm. Der Marker gehört gerade dir. Im Moment würde ich jetzt am Anfang den und den scoren. Dann würde ich hier Obsec anmachen. Oder haben die Obsec? Haben sie nicht. Ach, das geht ja auch noch. Oh Gott. Ja. Dann würde ich nämlich eine 12er Runde machen. Richtig. Weil ich habe die, die und die. Ja. Dann gebe ich den CP wieder aus. Mhm. Und mache eine 12er Runde. Hast du nicht eine 12er Runde? Nee. Du hast doch die Mitte. Ich habe nur das und das. Achso, ich muss das erste. Da hast du im Moment mehr Modelle leider. Ja. Und hier hast du Obsec, glaube ich, ne? Ja. Ist das ein Charakter? Nein. Okay, schade. das geht. Dann kann ich da oben aber keine Shock-Tactics machen, weil der Marker schon mir gehört. Dann muss ich hier unten Shock-Tactics machen. Das kriegt Helbrecht hoffentlich hin. Mhm. Der Chapter Master geht auf sich selbst. Ich würfel mal, ob die Litaneien bei den Thermis durchgehen. Ja. Nein, Mortal Wounds ging wieder nicht durch. Aber ich mache immer die gleiche Reihenfolge natürlich. Der wird dir. Oder bleibt er bis zum nächsten? Okay. So, ich habe Shock-Tactics, das mache ich jetzt da. Hoffentlich. No Prisoner Assassination brauche ich halt langsam mal. Direct Assault muss ich da
Noch Primary, warst du mir gerade ein bisschen weg. Ja, Secondary werde ich. Du machst auf jeden Fall noch eine 12er Runde. Ich glaube nicht, dass ich dich daran hindern kann. Wahrscheinlich nicht. Aber wie halt in den Lines mache ich halt nicht mehr viel. Das finde ich jetzt noch 2 Runden rein. Ich muss dich versuchen, da zu blocken jetzt auf jeden Fall. Ja. Ich versuche die natürlich zu chargen, glaube ich. Gibt es Abwehrfeuer, ne? Nee. Aber wenn der Charge hält, der hat keine Abwehrfeuer. Macht er was im Nacken? Nee. Weil dann kannst du nämlich auch nicht hier reinfahren. Nee. Weil die könnten nämlich noch Nachmund da machen. Dann müsstest du aussteigen, mich töten und könntest es in der letzten Runde machen. Ja. Würde ich dann halt noch vielleicht mal eine Runde auf jeden Fall. Ne, Beend Enemy machst du dann trotzdem. Weil du aussteigst und sie chargen, dann bist du hier. Ja. Also das, was ich eigentlich machen kann, ist nichts. Wirklich, um ehrlich zu sein. Ich kann es nicht einmal machen lassen und dann, ja, war's das auch. Kann, Runde ja. Dann einen nicht ausgegeben. Also, zwei. Dann hat sich zurückfallen lassen. Wobei Phase, Helbrecht schießt mit seinem Super Bolter, Meld hat keine Reichweite auf die Typen da hinten drauf. Ja. Trifft. Verwundet einmal. Minus, okay. Minus 2 von Haus aus. Und also minus 1. Ja. Nee. Hältst du? Nee. Okay. Ja. Dann schieße ich mal einfach hier aufs Fahrzeug mit Buttern. Oder eine Granate und zwei Butter. Ja. Erster die Granate. Nö. Butter. Jupp. Ist egal. Einmal, das war eine 5. AP? Ich glaube keinen. Hätte. Ja, okay. Granate habe ich schon geworfen? Habe ich schon. Dann der Judicia hat eine super coole Pistole, der schießt auch da drauf. Jupp. Jupp. Minus 3, glaube ich sogar. Warte, ich guck mal kurz. Ich würfel mal. Eine 1, das geht durch. Dann 2 Schaden. Also 1. Ja. Dann mein Storm Raven Gunship. Ja, alles in den Trupp rein. Oder sind das 2 Trupps? Ist dahinter noch einer? Die hier Pistole, die ich sehe? Der 5er Trupp, die Action gemacht hat. Ja, dann würde ich die also Plasma in den Nahkampftrupp schießen. Ja. Die auf den letzten, den ich sehe, und den Rest in den vorderen rein. Ja, siehst du den? Ja. Ja, genau. Plasma für 4 Schuss. Überhitzt brauche ich gar nicht, glaube ich, oder? Nee. Sicher? Hast du minus. Ich glaube, beim AP macht. Das mache ich eben Fino Pain von der Model Wound. Also ich guck mal gleich, ob es einen Unterschied macht. Ne, 2-mal nur. AP. Dann alles andere auf den bisschen halber Reichweite, also 24 Schuss Bolter. Mache ich das hier 2-mal. Ich hoffe, der Trupp stirbt. Und auf 3. 3, 6 vom ersten. Und 6 vom zweiten. AP? Nichts. Also 5er. Dieses Blas, also mindestens 3. Tot. Ach, okay. Dann spare ich mir den Rest. Charges. Den wichtigen Charge hier oben zuerst. Die Thermis. Das ist eine 4. Das reicht nicht. Nee. Dann brauche ich eine 8. Das ist eine 6. Das reicht auch nicht. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Ich find's okay. Dann machen die den Charge. Abwehrfeuer? Nee. 3, 4 reicht glaube ich nicht. Nee. Ich guck mal, roll ich. Reicht auch nicht. Das ist richtig bitter jetzt, Alter. Das hilft mir auf jeden Fall, ja. Ich hätte ihn halt umstellt. Ja. Reicht eine 4 echt nicht? Charge, das nicht schafft, nur 6 zu würfeln. Weil ich hätte ihn halt umstellt und er hätte nur hinten rausgekonnt. Das ja, ich gibt dir jetzt auf jeden Fall 4, 5 Siegpunkte noch. Boah, krass. Und diesen dann haben wir hier Helbrechts Attacken. Zu 4. Rerolls auf sich. Auf 2, weil Stärke unendlich. Jo. Kannst du direkt, glaube ich, wegnehmen. 2, 4, 6. Damit habe ich da Schock-Tactics gemacht gerade. Ja, dann war das meine Runde. Jo, dann machst du jetzt einen 4er. Und dann machst du auf jeden Fall das Ladder Behind Enemy Lines und Co. Ja, Primary ist halt echt ein Problem gerade für mich. Ich kriege einen CP. Das ist richtig doof. Ich regeneriere hier mal Leute. Ja. 5 ist gut. Den hier nicht schon, ne? Genau. Und ach, der hat gehovert übrigens. Ja. FYI. Damit er das machen konnte. Jo, ich glaube die. Jo, alles klar. Dann haben wir hier ganz viel Bewegung gehabt. Die gehen vor, sind advanced, hast einen Reroll benutzt. Hier hast du auch irgendwas genommen und den CP auch wiederbekommen tatsächlich. Sorry, jetzt mein Mikro runtergefallen. Super Smile. Darf ich? Achso, sorry, ja. Okay, mach. Dann mach.
Zwei Schaden. Lebt er mit einem? Drei wären es gewesen. Super smart. Was eine Elfer. Also du kannst es auch nochmal. Ja, ist er tot, alles gut. Zählt halt nicht für deinen Ambush, ne? Deswegen dachte ich gerade. Und du hast keinen. Ich hab eine Einheit gekillt, den Cross. Es gibt fünf. Achso. Ist nicht das andere. Ja. Nee, es gibt nicht den vollen. Ja. Aber das kann ich hier noch machen gleich. Ja. Bitte. Dann kommen wir zum Beschuss. Also können die. Mhm. Nochmal 5 Schuss. Das ist einer zu viel. Dann brauche ich einen Hit weg. Ja. 6 sind Mortals, auf die 3. Mhm. Wie viel Schaden machst du? Wie viel Schaden? Eine Mortal und 8 Schaden. Ab hier? Okay. Ich schaffe auf 2 hinweg. 1, 2. Achso, erstmal, sorry. Fino Pain für Grimaldus. Mhm. Ne, erster Schaden. Hast du plus 1 Armor oder warum auf die 2? Ich habe ein Schild, ja. Ah, ja. 2 Hose und ein Schild. Mhm. Hier muss ich noch Fino Pain eben machen, sorry. Geht auch durch, also 2 Schaden. Halte ich. Genau. Jo, und eine Mortal Wound. Genau. Ja, also ein Tier haben wir genau tot. Jo. Dann nehme ich natürlich den ersten weg wahrscheinlich. Okay. Jo. So. Oder nö. Ich nehme dir den weg, den du siehst. 2, aber. Ja, aber nicht mehr alle. Ja, das ist schlecht. Dann geht er hier rüber. Yep. Obwohl, der muss natürlich hier rauf. Ja, der muss eigentlich aus Objective, genau. Ja, leider ja. Leider ja. Guti. Ja, das verkacke ich gerade sehr. Mhm. Zwei sind es, ne? Ja, genau. Ja, okay. Mhm. Ja. Also 3 Schaden, ne? Ja. Mhm. Das ist immer noch 3er Saves, ne? Ja. Nee, ist noch nicht. Okay. Nee. Gut. Ich wollte den nicht. Ach, gut, dass du es nicht gemacht hast. Okay. Zweimal machen wir es so. 2 Schaden jetzt? Ja. Dann würde ich es, glaube ich. 2 Schaden. Mhm. Denn. Ach, ich leg den mal. Geht durch natürlich. Und den zweiten halte ich. Feel no pain. Ja, 2 Schaden. Okay. Wo ist denn mein Chef eigentlich? Ach, da vorne, alles klar. Dann hier aus dem Auto. Also 2 Schaden war das, ne? Ja. Ja, genau. Ja. Mhm. Der Sanctus? Ja. Der ist ein Lebenspunkt gerade? Ja. Gut, dann erste Sprengladung. Hast du 2 Schaden gemacht, ne? Und Fino Pain habe ich nicht gehalten. 2 mit 3. 4 Schuss. Mhm. Auf die 2. Jo. Stärke 8. Auf die 3, besser ist nicht. Jo. 3x minus 3, 1 Damage. Geht durch, Fino Pain. Mhm. Geht durch, erster tot. Ja. Und dann noch 2x, ne? Mhm. Halte ich. Halte ich. Dann ist der tot. So, und die Pistole. Auf die 2. Auf die 3. 3x AP 2, Damage 2. Halte ich nicht. Würde ich tatsächlich auf meinen Chef auch legen jetzt. Mhm. Halte ich. 3x? 3x, ja. Halte ich. Also ein Schaden. 6 auf 4 Pain, ein Schaden, wegen, weil er hat Ignore einen Damage. Ah, okay. Also er wieder einen Damage. Okay. Genau, dann hat er noch 3 Leben. Ja. Ja, okay. Dann das Auto noch. Ja. Voll. Druck kann ich sehen. Das Auto, aber das Dabber. Nichts. Mhm. Und die Maschinenkanone ja. Trifft. Ich glaube 3. Ja. Und 2x minus 1. Ja. Halte ich. Halte ich. Ja. Ich mache den hintersten zuerst. Gucken, kommt irgendwie nach da. Mhm. Und alle anderen müssen ja, ja dann auch irgendwie hier sein. Das ist okay. Mhm. Also ja. Ich habe den Schaden irgendwo anders. Wir kommen gleich zurück, Leute. Jo, der geht da rein. Ja. Ich mache. Also wenn ich dir auch Fightglas gebe, haut er trotzdem ja, voll zu. Richtig. Ne? Gut, also die Chancen, er hat halt nicht so viele Attacken wie die Thermis. Mhm. Chancen, dass du überlebst, ja. Sind halt höher. Mhm. Aber ansonsten hast du, also ich habe ihn jetzt hier rum mit 6 Zoll und dann. Ja. Gut. Dann dein erster Nahkampf. Unterbrechen kannst du nicht, ne? Nö. Nee, okay. Bei Grimaldus kann man anfangen. Also du hast mir Verlass gegeben, muss ich überlegen, ob ich dir jetzt auch Verlass gebe. Ja. Wäre halt ein Goodie, wenn er den Judicia überlebt, dann wäre es ein absolutes Goodie. Wenn nicht, ist ja egal. Genau. CP hast du, glaube ich, gerade genug. Ich habe nur noch einen. 4. Bringt mir Transhumane irgendwas? Nee, ne? Nee, Stücke 4. Okay. Ich nehme auch lieber den Reroll. Jo, einmal 20. Auf die 2. Guck mal, genau die 4. Freundlich. So. Auf die 4.
glaube, der ist tot. Ne? Hm? Ich glaube, der ist tot. Ich glaube nicht, tatsächlich. Oh. Oh, vielleicht doch. Aber nee, das, nee, das wird nicht reichen. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10. Jo. Halte ich, halte ich. Erster Fear No Pain für sich selbst. Mhm. Hätte er nicht, ist er tot. Also ich fange einfach an wegzunehmen. Ne? Ja. Zack. Dann noch 5. Erster Fear No Pain, halte ich nicht. Dann noch 4. Durch, Fear No Pain, halte ich nicht. Dann noch 3. Geht durch, hält ich. Ja, hat er noch 2 Leben. Okay. Oder 3, glaube ich. 2 oder 3, muss ich gleich gucken. Ja. Mhm. Gut, bisher auf 2. Ja, okay, ist tot. 6 sind Mortal Wounds. Ah, okay. Ja. Ja, dann brauchst du gleich saven. Okay. Dann konsolidiere ich tatsächlich. Ja, so viel zu DCP ausgeben. Ne? Ja, okay, dann gib ihn dir doch wieder. Ist okay für mich. Also. Ja, das war's. Hier darf ich noch aktivieren. Mhm. Zack, zack. Die müssen ja genau. Ja, richtig. Und dann machen wir das off-camera. Jetzt hast du halt 2 für Ambush gemacht, ne? Genau. Jetzt habe ich halt 14. Also muss ich nächste Runde noch mal irgendwas schießen. Ja, genau. Richtig. Also auf den Marker habe ich nicht gekommen. Ich mache jetzt tatsächlich eine 8er Runde als letztes. Und dann muss ich jetzt noch gucken, dass du keine 12er Runde machst. Ja. Und nochmal. Achso, shit. Direct Assault hast du gemacht? Ja, ich habe. Ja. Was hast du vergessen? Ich hätte eine Einheit irgendwie in Deep Strike noch bringen müssen. Das war schlau. Wofür? Um nochmal runter. Achso, ja, Behind Enemy Lines hast du jetzt gemacht für 4. Mhm. Hier ist eine Wunde durchgekommen. Ich falle hier zurück, gehe aufs Objective und da die OPSEC haben, habe ich das Objective geflippt und habe Shock Tactics gemacht. Jo. Und dann gucke ich mal, dass Grimaldus sich selber bufft. Litanei mit einer Attacke geht nicht durch, Mortal Wounds gehen durch auf sich selbst. Mhm. Und dann mache ich mal meinen Zug schnell und komme gleich zurück. Jo. Also für den Falle, dass hier nachher gleich noch, wobei du kannst auch noch schießen, ne? Mhm. Also du tötest sie eh. Ja. Außer ich charge dich halt, ne? Ich könnte mir das halt offen lassen, dass ich beide charge quasi. Ja, bin da hingeflogen. Ich habe eben noch einen Warlord gemacht. Die ziehen sich zurück, damit ich hier Shock-Tactics mache. Das kann ich mir schon mal geben. Habe ich 15 bei Shock-Tactics. Mhm. Eine 8er Runde, besser wird's nicht. Direct Assault mache ich dann da oben tatsächlich, wenn ich den töte. Mhm. So. Und dann, ich schieße erstmal mit dem Judicia drauf. Trifft. Verwundet? Auch die hier? Ja. 5 Retter. 2 Flat Damage. Ja. Wie viel Leben hat er da noch? 2. Oh, das geht ja deutlich besser als gedacht. Charaktere sind super squishy. Also dann würde ich tatsächlich meinen 2D6 Schuss in den reinsetzen. Ja. Und alles andere in den. Mhm. Grimaldus hat noch Grenade. Jo. Einmal. Wobei, Quatsch, die haben Toughness 4, ne? Wer jetzt? Die hier. Ja. Dann würde ich das tatsächlich als Frag machen, also 4. Auf die 2. Jupp. Auf die 3. Und nichts. Mhm. Ich glaube, Grimaldus wird tatsächlich eher sterben, um ehrlich zu sein, als sie zu töten. Und dann schieße ich die 2D6 in den Charakter. Für 8. Hast du ja minus 1 Hit oder so, bevor ich überhaupt Ziele ansage? Okay. Brauchst du auch nicht so, wie ich würfel. 4-mal. Kein AP. 5-mal Retter. Oh, ist er tot? Okay, cool. Der Rest natürlich da rein. Da muss ich ihn nämlich auch nicht chargen, dann kann ich gleich alles in die anderen reinchargen. Ja, cool. Die du mir wahrscheinlich wegnehmen wirst. Ja, ich wollte trotzdem alles rein, muss ich. 6. Das sind Hurricane Bolter. Mhm. Ja, das ist der erste Schwung übrigens. Mhm. Haben wir 5, ne? 2, 4, 5. Ja, 5 aus dem ersten. Mhm. Ich glaube, ich gebe mal plus 1 Armor in Deckung. Ja. Für CP. 4 aus dem zweiten. Hab der CP wieder. Also 9. Nee. Ja. 9. Dann Plasma, achso, Plasma habe ich eh 6 Schuss, weil 9 mal AP gar nichts mehr. Ja. Und AP 1 ist egal. Ja. Ich habe hier 5 Entdeckung. Ja. 3 plus Rüstung dann. Ja. Stimmt einer? Zwei. Mhm.
Plasma habe ich eh volle Schuss. Mhm. Overcharge muss ich nicht, ne? Doch, muss ich. Wegen Dings. Eine Mortal Wound. Kriege ich. Hat er die zweite bekommen. Wegen was genau musst du overchargen? Wegen AP, glaube ich. Ich glaube, da war eine 1 bei, ich weiß es gar nicht mehr. Viermal Plasma, geht durch. So hast du einen 7er Charge und einen 7er Charge. Mhm. Ich den wegnehme, kommst du halt hier rein, ne? Mhm. Wer hat mir da nochmal? 6. Und Assassinate? Ja. Assassinate habe ich jetzt auch schon einmal gemacht. So, 4 ja. Sterben, ne? Ja. 1, 2. Und dann noch 2 Schuss treffen und einer verwundet. Das einen noch saven, tatsächlich auf eine 6. Ich muss die 4 essen. Grimaldus. Jupp. Dann oben, Thermis. Jupp, da 10 sind sie drin. Ist Grimaldus vorweg, oder? Ah, nee, der war da. Nee, ich habe einfach weggenommen, genau, richtig. Mhm. Und dann den Judicia. Ja, der macht das auch mit einer 10. Hätte ich mal deinen Charakter angesagt, so dass du nicht originieren kannst. Dann schlage ich mit Grimaldus zuerst zu. Nee. Dreimal. 2. Toughness 4 hast du doch, oder nicht? Mit denen. Nee, dem. Also da ist das. Entschuldigung, ja. Dreimal. Ja. Und eine Mortal Wound. Minus 3 bei ihm. Jo, ist egal. 4 Ritter und sonst, glaube ich. Ja. Und 5er Armor oder okay. So. Ja. Brauche ich einen CP für Rüstung? Jo. Dann mache ich den Judicia zuerst. Mit Oathkeeper und Co. hat er eine Attacke mehr. Und 2 brauche ich, glaube ich, mit dem. Keine 6, sonst sind das 4 Tote. Mhm. Der hat AP 5 gerade oder 4. Okay, hast du weggenommen? Ja. Dann kann die was im Nahkampf? Die 3 Attacken, AP 1, W3 Damage, Stärke 7. W3 Damage ist halt immer so ein Krampf, ey. Ich mach's trotzdem, ich konsolidiere dich rein. Ich meine, wenn ich überlebe und du gleich keinen Fallback hast und ich die Smites überlebe und ganz viel passiert, dann krieg ich noch ein Assassinate vielleicht raus. Ich habe immer noch ein CP, ne? Mhm. Die Thermis. Wie viele Modelle stehen da jetzt noch? 8. Ich mach für einen CP. Ich brauche eigentlich den Reroll hier, aber ich glaube, Grimaldo stirbt eh bei den 12 Attacken drin aus, ne? Mhm. Auf die 2. Mhm. Auf die 2. Treffen 10. Verwunden 5. Save ich 3. Könnte er überleben, muss er aber nicht. Ich glaube, es ist mir wichtiger, dass die tot sind. Ich gebe ein CP, meinen letzten CP aus für plus 1 zu Hit. Mhm. Erstmal der Chef, der hat E3 Attacken, 4, weil er Champion of the Feast ist, 5 im Charge. Der trifft 1 kg besser als alle anderen, trifft also auf 2. Mit dem Hammer gibt es minus 1. Auf 3, ich habe mir plus 1 gegeben, also trifft er wieder auf 2. Und die anderen treffen auf 3 statt auf 4. Ja. Gut, dass ich das gemacht habe. Und 2. Dann sind das nochmal 5 Stück. Das ist nur vom Chef. Damit hast du gewonnen. Warum sind die schon tot jetzt, oder wie? Nee, aber die werden jetzt nicht sterben. Also. Ja, das werden. Also ich kann mal gucken, dass die anderen haben. Würfel die mal, wenn es schlecht läuft. 2 Attacken, 3 im Charge. Das sind die anderen, da sind noch 3 Termis noch. Ja, genau. Dann sind das die beiden. Ja, die treffen natürlich auch alle. Und verwunden auch nochmal. Ja, 8. Genau, 8 Stück. Und das waren die du noch hattest. Damit sind die weg. Damit habe ich auch kein Primary mehr wirklich gleich. Und dann konsolidiere ich tatsächlich genau in die Reihen. Ja. Na krass. Hätte ich nicht gedacht. Dadurch absolutes Goodie, dass der Charakter schon durch das einzelne Frag gestorben ist. Wollen wir es hochrechnen? Also Grimaldus wirst du, glaube ich, töten. Auf kurz oder lang. Also entweder jetzt. Ist es wichtig, ob du das jetzt noch schaffst? Ja, genau. Ich muss dich nämlich rerollen. Ja, den musst du rerollen. Mhm, okay. Nee. Okay, dann muss ich jetzt noch 3-mal eine 4 schaffen. Ja. Einmal nicht. Mhm. 2-mal nicht. Reicht schon, oder? Der gute Ground Zero-Würfel. Ist er tot. Ja. Hat genau gereicht. Dann konsolidierst du wahrscheinlich 3. Ah, nee, kannst du nicht, weil hier noch ein Modell steht. Mhm. Ja. Aber du kannst ja advancen. Okay. Ja, schade. Ja, komm mal in CB wieder. Das ist ja AP genug wahrscheinlich, dass ich auch advance hier. Auto advance wahrscheinlich, ne? Ja. Ich krieg ein CP. Ich will natürlich da oben, dass du dich nicht zurückfallen lässt. Mhm. Ich würfel mal auf eine 4+. Ja. Ja, darfst dich nicht zurückfallen lassen. Ist okay. Ja. Dann oder die Fly, nee, hat sie nicht. Nee, dann kriegst du doch Assassinate, das ist ein Problem. Ja. Du kommst hier drauf.
auf jeden Fall. Dann gehst du wahrscheinlich. Wieder. Brauch ich den noch? Nee, aber ich gehe ja so ein. Aber was du machen kannst, mein Lieber. Ja. Die haben noch Obsäcke drin. Ja. Aber dann gehst du hier hin. Ja, ja. Die können auch aufgehen. Dann kriegst du auf jeden Fall die 3 Marker. Ja, stimmt. Und 12 Runde kriegst du. Dann gehen die hier drauf und machen Nephilim Data. Genau. Hab ich dir gegeben. Du machst nochmal Direct Assault. Die muss ich noch killen für einen Punkt Ambush. Genau, Direct Assault gebe ich dir. Zack. Mhm. Wenn du die tötest, sogar für voll. Der Charakter stirbt, da kannst du nichts gegen tun. Der kriegt Fight Last. Mhm. Du kannst jetzt gucken, was du im Smite anrichtest eventuell. Ja, ist fast egal. Also wir rechnen das mal kurz hoch und kommen gleich in der Nachbesprechung zurück. Also ich habe ja nichts davon, dich zu töten. Ja gut, ich potenziell töte ich dich nicht im Nahkampf, ne? Ja, dann wollen wir mal gucken. Dann haut er jetzt eben noch zu, hat er noch nicht gemacht, ne? Genau, erstmal haut er noch zu. Die 3 oder so. Ich treffe ihn auf jeden Fall. Mhm. Die 3. Einmal. Minus 1. Geht durch. Wie 3. Oh, auf jeden Fall noch 2 Leben. Hat er keinen Feel of Pain? Ne, die haben nicht. Nur neben Grimaldus also, ich hatte nur wegen Grimaldus und Feel of Pain eben. Genau. Also aktuell sind beide gebased, seht ihr das? Ja, genau, richtig. Okay. Ich sehe sie das noch nicht überleben, aber gucken wir mal. Genau, gut, die steigen aus. Genau, die steigen aus, machen hier die Action, ist okay für mich. Der hier drin ballert wahrscheinlich da rein. Ja, aus kann aus dem Auto. Ja, aus dem Auto wahrscheinlich sogar besser. Wegen der Ladung, ne? Stimmt, ja. Okay, 3 Schuss. Ja, 3 Schuss hier. Getroffen. Ja. Runden auf die 3, ja. Auf die 3, besser wird's nicht. Ja. AP? 2. Damage 2. Halt ich? Weißt du? Halt ich nicht? Ja, wird hier auf 0 gesetzt. Klassiker. Genau, Deckung wird es ignorieren, hast du aber auch nicht. Genau, habe ich auch nicht. Dann nochmal 2 B3 Schuss. 5. 2. Trifft. Ja. Auf die 3 dann. Ja. 4 mal AP 3. Damage 1. Einer tot, 2 tot. Ich muss den nehmen. Ja. Also gut, das Objective hast du eh. Ja, genau, eh das. Achso, 3 Schaden. War ein Schaden jetzt nur. Eben 3 Schaden, ja. Ja. Wir machen das mal eben off-camera und kommen gleich zurück. Mhm. Ja, Jonas, vorbei ist es, ne? Jo. Und sag mal was. Oder? Wo ist mein. Ja, Punkte können wir, glaube ich, verraten, ne? Es geht ein ultra knapper Sieg für die Black Templars, ne? 95-87. Für BT gegen Genestealer-Kult. Und ich habe primär die 45 mit 8-8-12-8. Und bei Direct Assault haben wir beide, ich glaube, 4x3 und 1x2 gemacht. Da sind wir gleich. Du hast halt 2 Vierer-Runden dabei. Das macht den Unterschied, ne? Da hast du 42 primär. Sekundär habe ich Shock Tactics 15, No Prisoners 12, Assassination 13. Den habe ich am Ende tatsächlich noch getötet. Dann haben wir Ambush mit 15, Retrieve für 12 und Behind Enemy Lines nur für 8. Ja. Ja, und das geht an die Blackies. Im Endeffekt, Primärspiel kann ich durch meinen Devot Push und OPSEC enorm gut. Dass es sticky war hier für OPSEC, war natürlich auch sehr gut für mich. Ja, ja. Hat mich CP gekostet, aber hatte ich halt wirklich gefordert, auch rauszukommen und dahin zu gehen. Und ja, das Obsec geben und die Push hat mir das Spiel gewonnen eigentlich. Und dadurch kann ich auch sehr gut Shock-Taktik spielen und dann halt mal in der Mitte noch ein Objective scoren, was ich eigentlich gar nicht hatte vorher, weil ich hier an der Ecke stehe und so. Das ist, geht auf den meisten Layouts eigentlich wunderbar. Aber sag du mal, wir haben ewig gespielt, ne? Ja, ja, war eine knappe Sache am Ende. Ja. Behind Enemy Lines war mal wieder eine Falle. Ich wollte es extra mal gegen Infiltrator auch spielen. So, die Screening-Bubble ist halt total das Problem für mich. Aber ich habe eigentlich halt mobile Pieces, die auch auf die andere Tischseite kommen. Aber gerade ohne anzufangen, fiel es mir wieder sehr schwer, irgendwie jetzt auch die Jeans, die da die Bikes irgendwie sinnvoll anzubringen. Ja. Also gerade die Bikes, muss ich sagen, die hatten ziemliches Burst-Potenzial haben über Stratagems. Konnte ich nicht wirklich anbringen, dieses Spiel. Kam dann einfach nicht in Reichweite von Dingen, wo sie wirklich ihr Ding hätten machen können. Ich würde, glaube ich, nächstes Mal ohne Behind Enemy Lines spielen und vielleicht eine Prisoner, vielleicht irgendwas anderes nehmen, aber einfach, um noch passiver spielen zu können, weil mein passives Scoring halt eigentlich ganz gut ist und auch dann besser wäre in dem Punkt. Ja. Ich liebe Genestealer-Kult, aber noch keine Ahnung, wie der Armee funktioniert. Ich kenne ein paar Pieces, aber gerade jetzt die Fahrzeuge, die für mich komplett neu sind und den Patriarchen auch,
weiß ich noch nicht so richtig, wie ich sie gut einsetzen kann, was ich da machen kann. Mhm. Mir fehlen gefühlt mehr kleine Fünfer-Trupps in den Fahrzeugen drin. Also auch, um halt irgendwie Obsec zu haben, was rauspurzelt. Da würde ich, glaube ich, beim nächsten Mal versuchen, den Sentinel rauszuwerfen am ehesten und noch einen Fünfer-Trupp mehr reinzunehmen einfach. Mhm. Sentinel ist cool, ist in anderen Matchups auch besser, aber im Notfall können halt die Bikes auch was Ähnliches machen. Und durch die Blip-Mechanik und sowas muss ich halt auch nicht super, super dringend Alpha-Strikes-Schade verhindern. Aber ich sag mal so, durch Band Enemy Lines hast du mich schon gezwungen, hier auf diesem, also ich hatte hier die Infiltrator relativ gut stehen und habe dann auch die Thermis und Co. so gestellt, dass hier nichts kommen konnte. Das hat mich halt echt dazu gezwungen, drei Runden lang passiv zu spielen, obwohl ich eigentlich eher pushen möchte gegen Genestealer-Kult. Mhm. Weil Genestealer-Kult kann es, glaube ich, nicht ab, wenn man den alles ins Gesicht schiebt. Ja. Insofern war Behind Enemy Lines für Mindplay anstrengender, als wenn du irgendwas Passives genommen hast. Sonst hätte ich einfach gesagt, okay, free to go, ich hätte dir einfach alles ins Gesicht gerollt. Ne? Ja. Devout Push war halt ein Problem in der Mitte. Ich hätte, glaube ich, früher irgendwie ein Fahrzeug, also versuchen müssen, das aktiver zu verhindern. Ja, mit einem 20er-Trupp am besten. Damit ich gar nicht ein Modell mit Obsec reichte. Ja, aber der 20er-Trupp ist halt dann weg. Das, also so viel Beschuss habe ich gar nicht, ne? Ja, im Nahkampf. Wenn ich in die Mitte gehe. Ja, touché. Also in der Mitte kommst du ja ran. Ja, ich hatte die Threads natürlich auch gut ausgelegt, muss man dann dazu sagen. Und das ist ja der schöne Devout-Push in deiner Nahkampfphase drauf. Und dann mache ich in meiner Kommandophase Obsec drauf und dann hallo. Und dann kann ich sogar noch das hier benerven im Endeffekt. Das war schon sehr, sehr gut. Was mir gut gefallen hat, war das Stormrim. Das ist jetzt das zweite Spiel, das ich dann gespielt habe. Und da gibt meiner Armee was ich sonst immer... Black Templar sind leider sehr langsam geworden in der 9. Wir haben keine Advance in Charge mehr, das hatten wir früher. Und das Gute ist, man kann gerade gegen auch charakterstarke Armeen, du musst immer gucken, dass da noch jemand hinter deinem Charakter steht, weil sonst der Flieger kommt, dich von hinten irgendwie mal kurz wegbrutzelt. Und auch der Judicia mit dem 6 Zoll heroischen Davinieren, um dann noch in 3 Zoll Fight Last zu geben, ist dann eine Fight Last Threat Range von 9 Zoll, die ist schon krass. Mhm. Dann um die Thermis rum, die halt eh schon tough zu knacken sind, das hat mir auch richtig gut gefallen. Aber ja, wie gesagt, den kann man nicht ignorieren, weil er einfach nervt. Und wenn man auf ihn schießt, muss man verhältnismäßig viel investieren, weil er halt auch noch 5 Retter hat mit Black Templar. Das heißt, man kann auch mal sein, dass 3 Melter drin hängen bleiben und nicht einfach so durchgehen. Das ist schon ganz nervig. Und ja, ein paar Fünfen haben wir geworfen in diesem Spiel, glaube ich. Da waren einige bei, auf jeden Fall. Ja, und GC war für mich auch taktisch extrem fordernd. Wir haben auch lange gespielt, lag daran, aber war ein cooles Spiel. Ich glaube, das Ergebnis spricht eigentlich für sich, ne? Ja. Hat super Spaß gemacht und ja, was war bei dir, also für mich das Nervigste war eigentlich eher, um ehrlich zu sein, wegen seinem Fallback und Charge. Die fand ich auch gut, die Waffen sind auch gut, die Fahrzeuge, ja, muss man mal gucken. Ja, also die 20er-Trupps sind einfach super. Ja, mit dem Banner. Richtig gern. Die haben gutes Shooting, die haben Utility. Du musst auch ein bisschen arbeiten, sie tot zu kriegen. So. Die mag ich richtig gerne. Ohne Frage. Die Bikes, in ihrer Explosivität, wie gesagt, kam ich nicht so richtig gut zum Nutzen in diesem Spiel. Ja. Er hat da gut genervt. Auf jeden Fall. Hat aber aktiv jetzt auch gar nicht so viel gemacht, wie ich gehofft hätte vielleicht. So. Er war halt ein unheimlicher Threat, den ich irgendwie ausmessen musste. Und ja, für mich war schon nervig, dass der da irgendwo immer rumstand, um ehrlich zu sein. Also, ja, bei mir haben auch ein, zwei Sachen nicht geklappt. Hier der 6er Charge, das hat dir halt nochmal Behind Enemy Lines und Nephilim auf jeden Fall sicher gegeben. Nephilim hätte es, glaube ich, eh geschafft, aber Behind Enemy Lines einmal weniger, wenn ich einen Charge gemacht hätte. Und tatsächlich auch, dass hier die Mortal Wounds auf die Jungs nicht draufgegangen sind, weil sonst hätten sie den 20er-Trupp tatsächlich gelöscht. Ja, stimmt. Das waren so zwei Schlüsselmomente, aber viel anders spielen hätte ich, glaube ich, nicht können. Ich meine, ja, wir haben beide ein ultra hohes Scoring. Ich glaube, alles über 86, 85 ist solide. Ja. Kann man nicht drüber meckern. Und ja, Anfang war, glaube ich, ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht für mich war. Für dich wäre es besser gewesen, anzufangen. Für mich war es, glaube ich, egal. Für Shock-Taktik ist es besser, wenn man den Nachzug hat tatsächlich. Aber im Endeffekt habe ich das ja trotzdem gut noch spielen können. Gut, dann würde ich mal sagen, wir packen ein. Ne? Jo. Vielen lieben Dank und viel Glück beim Baldercup. Jo, gerne wieder. Bis dann.